Jo, ich muss mal eben pegeln. Bin ich, hallo? Ja, jo, ja, alles läuft. Bin ich hallo, jo, ja, jo. Jo, jo, jo. Okay. Wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin. Herzlich willkommen zur September-Ausgabe der Ehrenrunde. Ich muss immer überlegen, welchen Monat das ausgestrahlt wird, weil wir natürlich einen Monat bzw. im Monat davor aufnehmen. Das Thema dieser Folge habt ihr ja eigentlich schon gesehen, wenn ihr die Folge gestartet habt, vermutlich. Aber wir werden über Videospielverfilmungen sprechen. Dafür haben sich einige mehr, einige weniger nochmal durch Filme gequält. Wobei das schon viel zu viel vorwegnimmt. Aber wir haben uns Filme angeschaut, in meinem Fall unter anderem auch einen Film versucht anzuschauen, aber darüber natürlich geht es dann nachher später. Erstmal begrüßen wir den guten Florian Moin. und den abwesenden Olli, Yep. Was ist denn abwesend? Ich bin noch der hier. immer so euphorisch die Menschen begrüßt. Ja, gerade bei dieser Folge, wo ich mich echt wochenlang drauf gefreut habe. Wochenlang. Bin ich jetzt total hochmotiviert. Aber gut. Ja, wie geht's euch? Ich bin warm, wollte ich gerade sagen. Ich bin heiß. Na, mir ist auch ein wenig warm, wobei es jetzt gerade so die letzten 2, 3 Tage geht. Ich bin ja Dachgeschossbewohner. Jetzt gerade halte ich das halbwegs aus ohne Ventilator, aber sonst so. Also, der Verkaufsraum, in dem ich arbeiten muss, ist eklig und klamm. Kommst du nach Hause, da ist es eklig und warm. Und man freut sich immer auf die Fahrt zur Arbeit hin und nach Hause, weil da ist das klimatisierte Auto. Aber ansonsten kann ich nicht meckern, ich habe Urlaub. Oh, das ist ja geil. Noch länger oder nur Ich dieses Wochenende und habe dann? quasi Montag eigentlich erstmal den ersten Tag. Also, wenn die Leute, die das jetzt Ah, hören, dann habe ich okay. quasi schon eine Woche rum. Ja, nicht ganz. Wie lange hast du? Zwei, Ich habe drei 2 Wochen. oder? Okay, also dann noch eine. Ja, ich muss mal überlegen, ich muss mal gucken, wann ist denn der erste? Ja, dann habe ich quasi noch 1 Woche, wenn das hier ausgestrahlt wird. Ja, super. Da bin ich dann auch schon wieder zu Hause, wenn das hier ausgestrahlt wird. Florian, und bei dir so? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Videospielverfilmungen sind scheiße. Bis zum nächsten Monat dann. Okay, super. Nee, aber alles gut. Ich als Kellerkind hier kann mich nicht beschweren, möchte mich auch nicht beschweren. In meinem Büro dagegen ist auf der Sonnenseite, das heizt sich in einem ehemaligen Nazi-Krankenhaus mit 3 Meter dicken roten Backsteinwänden, heizt sich das extrem auf und heizt auch noch nach. Das heißt, selbst nachts hast du keine Chance, bei allen Fenstern geöffnet, das Ding runterzukühlen. Das ist ein bisschen ätzend, aber wie gesagt, zu Hause hier im Keller bei mir ist es sehr angenehm und dann will ich mich nicht beklagen. Aber wie geht's dir denn, Olli? Ja, beschissen, ey. Ich finde es heute super heiß hier. Also ist auch so schwül irgendwie. Ich habe einen Ventilator an, ich hoffe, den hört man nicht. Ansonsten ist es dann auch egal. Anders halte ich es hier nicht aus. Und ja, mir geht es eigentlich sonst ganz gut, weil die Kinder sind gerade nicht da. Die sind bei den Schwiegereltern. Dann bleiben sie auch noch eine ganze Woche. Es ist wie Urlaub, fast eigentlich, kann man sagen. Oder nein, es ist wie Urlaub, obwohl ich arbeiten muss. Ja, ist ganz cool. Mal so ein bisschen Abstand. Und ja, ich habe auch die letzten Tage viel gezockt. Das können wir ja gleich mal kurz besprechen, wenn das euch recht ist. Ich habe jetzt gestern habe ich Beyond Two Souls, hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen, das habe ich gestern beendet. Und ja, ich fand es ist ein cooles Spiel. Ich fand es auch so wie Kevin, glaube du hattest es mal gesagt, am Ende doch ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen traurig so, ne, irgendwo. Ja. Aber die Story fand ich ganz cool. Viele haben das ja bemängelt, dass es so am Ende hin so ein bisschen zu mythisch oder zu abgedriftet ist. Ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen für diejenigen, die das noch spielen wollen. Aber ich fand es trotzdem, ich fand es passend. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit Heavy Rain irgendwie, was ja doch realistischer sein soll oder auch ist. Aber trotzdem fand ich es ziemlich cool. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, Beyond Souls ist ja von vornherein schon mit übernatürlicher Komponente. Das ist richtig. Aber viele haben so gesagt, am Ende übertreibt der David Cage das ein bisschen. Fand ich aber nicht. Fand's okay.
Also insgesamt fand ich das Spiel sogar super, muss ich echt sagen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja, hattest ja in chronologischer Reihenfolge, also in. Ich hab's, genau. Aber ehrlich gesagt, jetzt, nachdem auch Florian das nochmal so erzählt hatte, ich bereue es ein bisschen, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, wenn man das jetzt, hätte ich es anders gemacht, so wie es eigentlich von Regisseur Cage halt auch vorgesehen ist, vielleicht wäre es dann noch cooler gewesen. Aber naja, gut. Jetzt ist es zu spät, ich will es jetzt nicht nochmal anders. Das ist ja der Effekt ja auch weg, wenn ich es jetzt wieder anders spielen würde. Aber naja. Insgesamt hatte ich sehr viel Spaß mit dem Spiel. Nochmal ganz kurz, ich habe noch ein anderes Spiel, danach könnt ihr, ich hatte mich ein anderes Superspiel gezockt, ein kleiner Indie-Titel, und zwar Donut County. Auf der Xbox habe ich das gezockt. Fand ich sehr geil. Das Also muss glaube ich ich. sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es geht leider nicht so lang, aber ich fände es richtig cool. Da habe ich leider die physische Version verpasst, da habe ich auch richtig Bock drauf. Es ist physisch wahrscheinlich über Limited Run, ne? Irgendein limitierter Hersteller, ich weiß leider nicht Ja. mehr, wo es war, müsste ich nachgucken, aber ich habe es auf jeden Fall verpasst. Okay. Mal Aber hast du eben. schon gezockt, oder? Wie bitte? Hat das einer von euch schon gezockt? Nee, ich habe nur sehr viel gesehen auf YouTube und Co. Und ja, ist halt so im Stile anderer verrückter Spiele, so im gleichen Fahrwasser wie Katamari und Co. Richtig, Ist das nicht das, wo man das einfach nur stimmt. ein Loch ist und alles einsaugen muss oder so? Ja, das hört sich Ja. jetzt so an, aber es ist halt so ein physikbasiertes Rätselspiel. Also die Rätsel sind jetzt, also sind wirklich sehr leicht, ne? So wie Katamari, genau wie Florian schon sagt, das passt eigentlich optimal. Nur eben halt, dass du nicht mehr wirst, sondern dass auf dem Bildschirm immer weniger wird, weil es halt, du bist ein Loch, was immer größer wird. Aber man muss schon aufpassen. Also es ist nicht ganz so, man muss schon immer gucken, irgendwie was. Und dann gibt es halt so ein paar Rätsel, irgendwie musst du dann irgendwie ein. Ja, Seilen ziehen, damit irgendwas passiert und so. Also, so schon ein bisschen, aber man kommt da, also ich bin ja jetzt nicht der Rätselfreund, aber ich bin da doch schnell hingekommen, so. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Es ist witzig, auch die Story fand ich sehr witzig. Es gibt eine richtige Story da auch, die auch ähnlich abgedreht ist von, wie Katamari, aber ja, vielleicht nicht ganz so abgedreht, aber schon auch so. Aber die Charaktere sind niedlich. Und ich fand es halt nur schade, dass es doch sehr kurz war. Also ich stehe ja nicht auf Rätsel, aber dieses physikbasierte Rätsel, so wie Bridge Construction, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, oder Konstruktor. Katamari, natürlich, die mag ich sehr gerne. Und deswegen mochte ich das. Deswegen habe ich es auch gleich gekauft. Irgendwie, das hat mich total angesprochen und es war auch kein Fehlkauf. Fand ich sehr gut. Lange hast du gebraucht? Boah, ich habe nie auf Uhr geguckt, aber es waren maximal 4, 5 Stunden. Ich habe danach aber noch einen Gamerscore, was ich nie mache. Ich mache das echt nie. Aber man kann sich ja bei Xbox anzeigen, was man machen muss, um den Gamerscore da irgendwie noch weiterzumachen. Da habe ich noch so ein paar Sachen extra gemacht. Da habe ich dann noch mal eine Stunde extra für gebraucht. Also ich habe immer noch nicht den 1000er Gamerscore. Den will ich vielleicht noch mal machen, aber bin mir noch nicht so sicher. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe, glaube ich, 10 Euro. Hab ich bezahlt 9,90 €. Ich hätte es gern physisch gehabt, aber das wird wahrscheinlich auf Xbox niemals physisch geben. Ich würde es aber auch noch mal auf der PlayStation zocken, weil da würde ich dann gerne noch mal die Trophäen mir auch holen. Also nicht jetzt gleich sofort, ein bisschen Abstand so, aber ja, hätte ich schon Bock drauf. Nun gut, was habt ihr denn so gezockt? Also ich bin raus. Florian. Achso, Nee, Kevin Florian? kann ruhig anfangen, alles gut. Ja, ich Kevin, sag, ich bin dann. raus. Ich habe spielen lassen. Ich habe, glaube ich, wirklich seit der letzten Aufnahme nichts selber gespielt. Also nichts, wo ich mich jetzt dran erinnern würde. Das heißt, du guckst Let's Plays oder? Ja, ich habe GameCube für mich entdeckt. Ist ja schon etwas länger so. Mhm. Jetzt aber so weiter, jetzt habe ich irgendwann beschlossen. Also ich habe irgendwie zwei Let's Plays schon durch, also dass ich gedacht habe, jetzt unterstütze ich die auch monatlich, weil ich da echt viel gucke. Also ich gucke bei denen Last of Us 2, das ist noch nicht durch. Ich habe Last of Us 1 bei denen durchgeguckt. Ich gucke jetzt God of War. Ich mit meiner Freundin zusammen gucken wir Grim Fandango. Und irgendwie ja, bin ich momentan mehr auf dem Gucken. Wobei ich dann mir erst immer in den Fingern juckt, gerade bei God of War das selber wieder zu spielen. Ja. Aber jetzt habe ich erstmal beschlossen, dass ich demnächst Remnant from the Ashes angucken möchte. Weil das jetzt im Epic Store gerade kostenlos war und mich das eh interessiert hat. Aber jetzt seit der letzten Aufnahme bis jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich selber, außer AFK Arena, was ich täglich spiele, in Anführungsstrichen, Ja. habe ich nix gespielt tatsächlich. Okay, muss auch nicht.
Aber es ist auch so ein bisschen, weil es hier auch warm ist, ne? Weil wenn du guckst, kannst du hier einfach sitzen, aber Beine breit und nicht bewegen. Ich finde so eine Pause ganz cool. Ich war ja eine Woche in Urlaub und konnte da auch nichts zocken und dann war ich richtig heiß jetzt, wo ich zurückkam, Beyond Two Souls zu Ende zu spielen und Donakanti habe ich dann zufällig gesehen im Shop. Und da hatte ich richtig Bock, mal wieder zu zocken. Jetzt brauche ich auch mal wieder eine kleine Pause, weil Beyond Two Souls hat mich jetzt nicht mitgenommen, so, aber es hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, sag ich mal so. Und da möchte ich jetzt mal eine kleine Pause machen mit Zocken und guck jetzt lieber erstmal ein bisschen Filme oder so. Obwohl, das ganz kurz noch, das habe ich auch noch gezockt heute, die Beta von Marvel's Avengers gibt es heute. Wir nehmen das ja auf hier am 21.8. Könnt ihr mal angucken, gibt es auf allen Plattformen, man auch PC. Also auf jeden Fall PlayStation und auch Xbox One. Da habe ich mal reingezockt, eine Stunde ungefähr. Ja, hat mich eigentlich angesprochen, komischerweise. Obwohl ich bin ja kein weder Marvel noch Avengers Fan. Aber ich find's geil. Also es wird's mir auf jeden Fall kaufen. Die Presse ist ja bisher ziemlich ernüchtert und eher enttäuscht. Und ich durch die Previews ehrlich gesagt auch. Ja, es ist ein bisschen stumpfsinnig, nicht so auch wie die Presse das sagt, aber ich finde, also grafisch sieht's erstmal, macht schon echt was her. Also ich habe jetzt nur so ein Feig auf so einer, auf dieser, ich weiß nicht, ist das die Golden Bridge? Keine Ahnung, wahrscheinlich, ne? Was man auch so gesehen hat in den Trailers, den habe ich jetzt gemacht. Also wird halt so die Brücke halb zerstört und dann spielt man verschiedene Figuren aus diesem Kosmos. Also einmal Iron Man habe ich gezockt, dann Thor und Hulk. Und man merkt dann halt schon, also diese Wucht in diesem Spiel, das kommt gut rüber. Also gerade wenn man Hulk spielt, ist schon ganz geil, aber auch dieses Fliegen mit Iron Man, das ist schon sehr wuchtig so. Also das Trefferfeedback und sowas finde ich sehr geil. Und der Sound ist cool. Auf die Musik habe ich gar nicht geachtet, aber die Geräuschkulisse so fand ich schon ganz geil irgendwie. Weil ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob es eintönig ist, weil ich habe, wie gesagt, nur eine Stunde ungefähr gezockt. Kann sein, wenn es natürlich immer das gleiche ist, also haut drauf, ein bisschen ballern und kriegen, kann es sein, dass es eintönig ist, aber okay, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Ja, man muss ja auch gucken, das Spiel ist ja, kommt zwar bald schon, aber vielleicht kann sich da ja noch ein bisschen was tun und nach wie vor, wenn etwas Spaß macht, so, dann scheiß auf die Presse, ne? Genau so sieht's aus. Ich sag nur Crackdown 3. Fand die Presse auch eintönig und ich hatte da mal einen Spaß gehabt, von daher ist mir doch egal. Ja, da hatte ich auch ein bisschen Spaß mit und ich habe auch, wo du jetzt eben von der Beta gesprochen hast, ich habe ja auch irgendwie 30, 35 Stunden Spaß gehabt mit Ghost Recon Wildlands und effektiv ist es das Gleiche, nur mit Schusswaffen. Da mache ich auch stundenlang das Gleiche. Aber Wildlands hat gute Kritiken. Breakpoint. Ja, Breakpoint. Aber ist ja auch im Prinzip das Gleiche, aber... Und da mache ich auch über Stunden immer das Gleiche, nur ich kriege immer wieder neue Waffen, ich kriege immer wieder neue Aufsätze und das ist ganz schlimm. Jeder spielt das, wo er Spaß dran hat. Ja, ich gucke ja nach wie vor auch immer noch Presse und so, also gucke mir schon so die Tests an, aber ich lese mir alles durch da, aber ich gehe nicht so sehr nach dem Urteil, sondern ich gucke eher so, es wird der Spieler beschrieben und danach gehe ich, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und danach gehe ich dann halt irgendwie auch, also von daher, ich habe mal eine Frage, bevor Florian gleich mal erzählen darf. Ich meine, du wahrscheinlich nicht unbedingt, Olli, aber jemand Interesse an Mortal Shell? Weil da bin ich ja echt, da juckt mir in den Fingern. Oder habt ihr gar nichts mitgekriegt? Was ist das? Kenne ich nicht. Mortal Shell ist quasi auch so ein Souls-like von, ich weiß gar nicht, 4 Entwicklern oder so. Da ist bloß halt, der Kind, da erstellt so keine Klasse an sich, sondern du bist halt... ich weiß gar nicht, was man da ist, so eine Art Geist oder sowas, und du übernimmst halt, hast halt die Möglichkeit, 4 Shells, also 4 menschliche Hüllen zu übernehmen, und dadurch variiert sich das Gameplay, und das ist dann auch so mit düsterer Welt, spezielles Kampfsystem und sowas. Kostet irgendwie, gut, im Moment, ihr seid ja Konsolenspieler, da gibt's das, kostet glaube ich 30 Euro oder so, und da bin ich echt, ist gut bewertet bis jetzt anscheinend, oder kommt gut an, sieht gut aus. Bei mir ist ja immer so, Souls-like-Spiele juckt mir ja immer in den Fingern, auch wenn ich weiß, dass ich da bei den meisten das nicht sehr positiv beschreiten werde. Könnt ihr ja vielleicht nach der Aufnahme mal gucken. Wann kommt denn das? Das gibt's schon. Ach so, okay. Aber kein Retail bis jetzt. Okay. Bis jetzt, das heißt, es ist in Planung oder weißt du nicht? Oder? Was, das Spiel? Also, oder Retail weiß ich nicht, da habe ich mich noch nicht erkundigt, ob die kommen soll oder nicht. Weil das ist halt so ein Titel, gibt's auch wieder auf dem PC, würde ich mir dann wahrscheinlich auch stumpf so kaufen. Beziehungsweise, aus welchem Grund auch immer, habe ich überlegt, mir das für die PlayStation zu kaufen.
Ich glaube, das hat ja so irgendwie den Stream-Hintergrund. Kann ich spielen, ohne dass mein Rechner Power braucht und das streamen kann? Mal gucken. Okay. Florian, wie weit bist du in Dragon Ball? Durch! Herr Platin hat da, das habe ich gesehen. Oh. Ja. Okay, damit hat er das quasi ja schon alles vorweggenommen. Also ich habe ja in den letzten 8 Wochen insgesamt relativ wenig gespielt. Was ich sonst noch gespielt habe, habe ich ja schon erzählt gehabt. Und hatte ja letztes Mal erzählt, ich bin an Dragon Ball Z Kakarot dran. Wie gesagt, ich bin sehr wenig am Zocken, ist dem heutigen Thema geschuldet, weil ich mich in den letzten Wochen halt sehr auf Filme konzentriert habe und im kompletten Juli eigentlich auch sehr entspannt rangegangen bin mit Urlaub und Co. Naja, Dragon Ball Z Kakarot, meine Meinung hat sich komplett geändert im Vergleich zum letzten Mal. Da war ich ja noch relativ frisch im Spiel und habe ja gesagt, ja, für Fans und weiß ich auch nicht. Und irgendwie kriegt mich das nicht so richtig. Und nach dem ersten Story-Arc fängt es dann an, dass es mich, oder hat es angefangen, dass es mich sehr gepackt hat. Mochte ich sehr. Ich habe 60 Stunden knapp drin verballert. Ich habe sogar Platin geholt, wie Olli schon sagte. Und ja, geiles Game, ey. Aber die eine Meinung bei mir bleibt unverändert. Wenn man mit Dragon Ball nichts am Hut hat, dann ist das, glaube ich, auch nichts für Leute, die ein gutes Rollenspiel suchen. Aber wenn du hast ja, glaube ich, auch viel gegrindet, hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Ja. Und hast dann auch noch Platin, da musste man ja oft auch Dinge machen, die man sonst nicht unbedingt machen muss. Das heißt, bei 60 Stunden ist das ein regulärer Durchlauf wahrscheinlich so 30, 40 oder was würdest du schätzen? Also 60 ist, glaube ich, zu viel. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Können auch 55 gewesen sein. Also ich war nach knapp 50 Stunden, 50,5 irgendwie so, war ich durch. Und dann habe ich noch ein paar Stunden Nebenmissionen gemacht, gegrindet. So. Dann kommt noch eine komplette Story um so einen supermächtigen Gegner. Das habe ich noch abgeschlossen. Das war auch dann meine letzte Trophäe. Also die Platin ist relativ einfach zu holen. Haben auch, weiß nicht, 8-9% der Leute, ist relativ hohe Prozentzahl. Also sie ist nicht sehr schwer zu erspielen. Man hätte da noch richtig fiese Trophäen einbauen können, was weiß ich. Da gibt es zum Beispiel so ein Lexikon, was du füllen kannst mit diversen Sachen. So, das hätte eine richtig gemeine Trophäe werden können, die mich zum Beispiel dann davon abgebracht hätte, Platin zu holen. Also ich habe viel gegrindet. Aber es war okay. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ist da auch viel mal durch die Gegend wandern Storyquest oder ist das eher so wie die Serie 5 Minuten Rückblick, 15 Minuten nur auf die Fresse hauen? Ja, du hast halt deine Story, die halt schon aus der Serie bekannt ist und zwischendrin hast du Nebenmissionen, die du machen kannst. Das ist ja nun offiziell ein JRPG. Das ist so ein bisschen light, würde ich das betiteln. Du hast sehr viele Zufallskämpfe, die mega unnötig sind und auch irgendwann nerven. Also mich haben sie sehr schnell genervt, aber die waren dann halt einfach da. Die Nebengeschichten sind ganz nett, so sind sehr variantenreich von der Erzählstruktur. Da erfährt man dann ganz viele Insider-Sachen, so keine Ahnung, trifft man alte Charaktere vom ganz alten Dragon Ball wieder und solche Geschichten. Also für Fans schon ganz geil. Und aber Leute, die einfach nur ein gutes JRPG suchen und mit Dragon Ball nichts am Hut haben, die werden damit nicht zufrieden. Für die wird das nichts sein. Kämpfe rundenbasiert oder wie in den Prüglern davor? Wie die 3D-Prügler im Prinzip. Okay. Na, das heißt, du fliegst durch die Luft und in alle Himmelsrichtungen kreuz und quer. Auch so mit so typisch Combo, Dreivierteldrehungen und so oder sowas? Vierteldrehung nach vorne, ein X und so eine Scherze, oder? Nee, das ist dann wirklich nur drück dreimal Viereck, drück dreimal Dreieck. Okay. R1 und Dreieck ist eine Spezialattacke, also du musst dir keine Kombination großartig merken. Sehr einfach gehalten. Ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken. Ich wollte ja immer mal wieder die Serie angucken, aber wie gesagt, ich habe das früher geguckt und da habe ich schon immer geärgert, dass ich wollte es zwar gucken, aber es kam irgendwie immer nochmal, bei der 20-Minuten-Folge kam 5 Minuten Rückblick gefühlt. Dann schreien die sich nochmal 10 Minuten an, hauen sich ein bisschen, dann war die Folge wieder um. Ja, da musst du statt normales Dragon Ball Z dann wie nennt man das? Die echte Version, nenne ich es mal, Dragon Ball Z Kai gucken. Oder heißt es nur Dragon Ball Kai? Die hält sich nämlich strikt an den Manga. Das war früher so, dass sie quasi mit der Serie zu schnell produziert haben und es gab keine neuen Buchvorlagen mehr.
Und deswegen ist das so, dass er, keine Ahnung, 20 Folgen nur über diesen einen Schlangenpfad rennt, zum Beispiel am Anfang. Weil es einfach kein Material gab. Das nennt man Filler-Episoden. Das ist sehr gängig bei Animes. Und Dragon Ball Kai ist halt eine modernisierte Version. Na, die haben das Original genommen und alles, was Filler-Episoden sind, ist rausgeschnitten. Das heißt, keine Ahnung, gegen Freezer der Kampf, da ist er auch irgendwie gefühlt 20 Folgen in so einem Tank und regeneriert sich. Das ist dann auch nur noch eine Folge und so. Also das ist dann eher eine Version, die man sich dann angucken sollte, wenn man da keinen Bock drauf hat, weil ich glaube, ursprünglich sind es 300 irgendwas Folgen und ich glaube, Dragon Ball Kai sind nur noch 100 irgendwas. Aber kann ich das auch im Spiel erleben? Weil dann müsste ich die Serie ja nicht mehr gucken. Ja, das ist die ganz normale Dragon Ball Z-Geschichte. Nur eben Oh. halt auch aufs Wesentliche. Also übrigens, die Serie heißt nur Dragon Ball Kai, nicht Z Kai. Jo. Okay, gut, jetzt haben wir Olli mal ein bisschen gelangweilt, aber mein Wissen aufgefrischt. Naja, alles gut. Ich hab mir mal ein bisschen Gameplay angeguckt von diesem Kakarot-Zeugs. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Also Nee, grafisch ist ist ansprechend. Unreal Also nicht Engine. geil, aber cool. Unreal Engine 4 ist das. Ein typisches Unreal Engine 4 Spiel mit Cell Shading Optik, so sehr bunt. Ist okay. Also für Fans ist das echt super. Und ja, aber für Leute, die wirklich ein geiles Rollenspiel suchen, die sollten dann eher was anderes nehmen, wie Persona 5 oder so. Da werde ich ja Gut. gar nicht mit warm, ne? Nur mal eben so rein in den Raum geschmissen, die Optik, was ich so sehe. Da kommt. Er ist Ja, der das. gleiche Zeichner wie Catherine. Das muss Cool. man mögen tatsächlich. Das Ja. ist schon sehr abgedreht, aber irgendwie finde ich das geil. Ja, gleich. Ich weiß ja, dass Persona viele Fans hat, aber ich denke mir immer so, ich sehe das Material, denk mir, nee, das ist nicht mein Spiel. Das kaufst du nicht, du weißt, du wirst es nicht spielen. Ich habe mich ja immer noch nicht rangetraut, aber es wird dieses Jahr noch passieren. Was mich auch total schockiert hat, Kevin hat es am Rande minimal mitgekriegt in den letzten Tagen, Wochen im Nerdiversum bei uns, bin ich sehr aktiv und versuche alle Quellen der Hilfe zu beanspruchen. Danke dafür nochmal. Ich habe die PC-Welt wieder für mich entdeckt, völlig überraschend. Und das hängt eigentlich alles damit zusammen, dass ich einen neuen PC bekommen habe, der sehr untermotorisiert ist, aber wo ich irgendwie Bock habe, zwischendurch ein paar Spiele zu spielen. Und speziell hängen geblieben bin ich da in letzter Zeit auf Quake Champions, was ich unfassbar viel gespielt habe. Alleine in den letzten 3, 4 Tagen habe ich, glaube ich, 4 Stunden oder so gespielt, 4, 5 Stunden. Mega, mag ich sehr. Ist zwar schon ein bisschen länger erhältlich, aber erinnert mich so an alte Zeiten. Und das, obwohl ich eigentlich ein Unreal Tournament-Mensch bin, wenn es um diese ewige Rivalität Quake gegen Unreal Tournament geht, mochte ich eigentlich immer Unreal Tournament mehr als damals Quake 3, weil mir Quake 3 irgendwie zu primitiv war. Ne? Kann man das so nennen? Das war immer so komisch. Und Unreal Tournament war irgendwie immer geiler. Und jetzt habe ich Unreal Tournament 3 mir installiert, mag das auch sehr. Habe ich vorher noch nie gespielt, weil eben halt meine PC-Zeit irgendwann zu Ende war. Und da war mein letztes, war Unreal Tournament 2004. Und ja, das sind so ein paar Games, die ich mir im Moment reinziehe. Und Quake Champions macht auf jeden Fall Laune. Und das war es auch, was ich gespielt habe. Ansonsten bin ich nur traurig, das habe ich eben vergessen zu erzählen, dass mein Lieblingsgaming-Podcast sich aufgelöst hat. Da muss ich noch mal ein Wort drüber verlieren, nämlich das Rumble Pack. Und das ist sehr, sehr schade und hat mich sehr traurig gemacht. Da kann man mal sehen, wie sehr ein sowas in Anführungsstrichen Banales wie ein Podcast dann doch mitnehmen kann. Weil das so, wenn man wirklich über Jahre irgendwas hört, wie zum Beispiel ihr jetzt gerade die Ehrenrunde und auf einmal von jetzt auf gleich, das war ja sehr, sehr spontan, löst sich sowas auf. Das war schon krass. Naja. Ja, Da aber kann man. nicht nur die, sondern auch Dash FM, Ja, ne? wollte Die ich gerade lösen sich sagen. ja auch auf. Stimmt, das hatte ich gehört. Die verfolge ich ja leider nicht so, weil ich aufgrund des Nuku-Versums mit den ganzen Podcasts zu viel zu hören habe. Wobei ich durch Dragon Ball Kakarot ganz, ganz viel aufholen konnte und auch mittlerweile aktuell bin bei allen Podcasts. Ich muss ja Ja, auch aber. hab's nur gemerkt, weil ich seit Jahren ja Yeti bin. Abonniert habe und da plötzlich regelmäßig irgendwie Stream-Highlights auftauchten und dann irgendwas bei war mit, warum das Podcast Ja. zu viel wurde. Und wenn man hört,
wie die an Podcasts rangegangen sind und jeden Freitag aufnehmen und mit jedes Mal mit Vorbereitung, habe ich nur gedacht, Hut ab, dass ihr es überhaupt so lange gemacht habt. Naja, also es ist noch nicht offiziell, ne? Also es ist jetzt ist nicht hundertprozentig, dass die aufhören, aber es geht doch stark in diese Richtung. Bei dem Aufwand wundert mich das nicht. Vielleicht wird es ja auch nur eine Pause, ne? Ich drücke den Fans die Daumen, dass es vielleicht nur eine Pause wird. Ansonsten so lange uns hören, wir sind auch cool. Und nicht vergleichbar, aber anders nicht cool. Nicht vergleichbar. Einzigartig, ja. Genau. Wir sind strukturierter auf jeden Fall. Ja. Professioneller. Oh, Das auch. Immer on point. Puh. Gerade bei diesem Thema, was wir heute haben. Kommen wir jetzt auf den Point, ne? Kommen wir jetzt dazu. Ja, wir haben uns extrem hier jetzt vorbereitet. Olli, ich finde, wir sollten den Podcast Uwe Boll und andere Konsorten nennen. Na komm, also heute, also gerade du, das muss man jetzt schon mal sagen, also du, Florian, bist ja wirklich durch den Dreck der Filmgeschichte gegangen und hast dich da aufgeopfert, muss man mal wirklich sagen, anerkennen sagen, hast du da auch die ein oder anderen Euro dagelassen, um sich Schund anzugucken. Das habe ich nicht getan, ich habe mir wirklich nur die Perlen rausgepickt, die filmischen Perlen, nee, auch leider nicht, aber zumindest habe ich kein Geld ausgegeben. Hab ich das? Naja, wir wollen mal, aber auch mal festhalten an dieser Stelle, dass ich solche Perlen wie Far Cry als Steelbook im Regal stehen habe. Ich habe sicherlich auch noch andere für so Tekken, lässt sich auch drüber streiten, aber sind noch DVD-Zeitalter. Also ich habe sowas, ich habe auch mal Geld dafür investiert. Ich meine, ich habe Far Cry, glaube ich, seitdem ich es auf DVD habe, nie wieder geguckt, aber weil ich weiß, dass das scheiße ist, aber ich habe gedacht, das ist eine Spielverfilmung. Damals musst du kaufen. Ja, das habe ich auch mal gedacht. Aber gut. Bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, wollte ich noch einen Hinweis geben, ganz schnell. Und zwar, das hat ein bisschen was mit dem Thema zu tun. Ich mache demnächst jetzt Patreon-Folge. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt hier hört, dann ist sie hoffentlich schon draußen. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das alles gut klappt. Und ich habe ein Thema mir rausgesucht. Und zwar ist das, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es ist mein absoluter Lieblingsfilm, den ich besprechen werde in einer Patreon-Folge. Und der Titel sage ich jetzt noch nicht, aber es hat auf jeden Fall was mit Computerspielen zu tun. Ist aber keine Videospielverfilmung. So viel dazu. Also guckt mal rein, ab dem 1.9. ist vielleicht was für den einen oder anderen Patreon-Menschen. Wenn wir schon mal bei Patreon sind, dann kann ich mich ja gleich mal entschuldigen, weil meine Patreon-Folge sollte eigentlich auch schon, glaube ich, vor der letzten Ehrenrunde draußen sein. Ich glaube, schon vor der letzten regulären, ne? Ich habe da ein bisschen schleifen lassen. Ich habe jetzt aber auch Urlaub. Ich gelobe Besserung und gelobe, dass ich mich da auch hinsetzen werde. Damit am Montag wird es kalt, dann hast du Zeit. Dann ist damit wir endlich einen Zug werden. Nee, wenn denn jetzt am Wochenende direkt noch, weil jetzt Samstag, Sonntag noch meine Freundin arbeitet ist, kann ich da noch in Ruhe aufnehmen. Sonntag wird es auch schon kühler, habe ich gehört. Morgen wird's ja, aber wenn ich hier nur sitze und spreche, muss es nicht kühl sein. Das ist alles okay. Gut. Aber schaut gerne auf Patreon. Wir, die anderen beiden sind immer Feuer und Flamme und ich bin auch auf der Suche aktiv nach einem Streichholz. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Nun gut. Ja, Florian, da du jetzt wirklich, ich denke mal, du hast wahrscheinlich jetzt 80% Redeanteil hier, würde ich mal dich bitten, einfach mal zu starten. Ja, also wir haben uns Folgendes überlegt. Das ist ja nun ein sehr umfangreiches Thema, was übrigens Kevin sich ausgedacht hat. Der ganze Kram ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber ich beanspruche auf jeden Fall für den heutigen Abend den Titel Meister der Zeitverschwendung für mich. Das trifft es nämlich auf die meisten Filme ganz gut zu. Ich habe viele Filme abgearbeitet, die ich irgendwann mal gerne sehen wollte, auch wenn ich wusste, dass sie nicht gut sind. Aber jetzt habe ich sie zumindest mal gesehen. Wir haben uns dazu überlegt, dass wir uns den Wikipedia-Artikel aufrufen über Videospielverfilmung, dass wir den durchgehen, A bis Z, und da einfach mal besprechen, was haben wir gesehen, was haben wir nicht gesehen. Und hier sind einige Dinge dabei, wo noch keiner von uns dreien wahrscheinlich von gehört hat. Ist aber nicht weiter schlimm. Und dann ist uns dreien aufgefallen, dass kurioserweise, obwohl es Wikipedia ist, ich meine, die sind ja nie jetzt hundertprozentig vollständig, aber ja doch schon immer sehr nah dran. Der Wikipedia-Artikel ist relativ unvollständig. Also da fehlt sehr, sehr viel von dem, was wir zusätzlich noch gesehen haben, drauf. Und das besprechen wir dann danach.
Ja, so haben wir uns das überlegt. Ich denke, so greifen wir das meiste ab, was irgendwie existiert. Jo. Jawohl. Ja, gestartet ist das Ganze ja hier mit dem Buchstaben A. Wer hätte es gedacht? Hier gibt es zwei Verfilmungen, einmal eine Fernsehserie und einen Kinofilm zu Air. Und damit ist nicht gemeint das Spiel, was es für PS4 und Co. gibt, sondern ein altes japanisches Visual Novel Adventure, was es unter anderem für die Dreamcast und die PlayStation 2 gab. Habe ich nie gespielt. Kennt das irgendeiner von euch? Nein, wieder, als ich das Nee, Spiel kenne gelesen ich habe, auch nicht. sagt mir nichts. Geht schon gut los. Mir auch nicht. Es steht hier sogar immer mit dabei, das finde ich immer ganz nett, wenn der Titel in Deutschland einen anderen Titel hatte oder eben halt, wie in diesem Fall, beide Filme, beziehungsweise der Film und die Serie sind nicht im deutschsprachigen Raum veröffentlicht worden. Das ist immer schon ein ganz netter Hinweis, dass man jetzt dann noch dazu sagen kann, zumindest auf Deutsch gibt es das nicht, wenn dann mit Fanuntertiteln. Das würde halt auch in diesem Fall vielleicht erklären, warum, also gut, das nicht, warum man das Spiel nicht kennt, aber zumindest warum man von dem Film nichts weiß, weil ich würde mir zum Beispiel mit in Original Japanisch oder so schon mal nichts, selten was angucken und schon gar nicht, wenn ich keinen Bezug dazu habe. Also, ich habe es mal irgendwo gehört, gespielt nie, weil es ja im Zusammenhang mit den Visual Novels und Adventures, das vermischt sich so ein bisschen, diese japanische Art von Adventures, die geht sehr in eine Visual Novel-Richtung. In dem Zusammenhang habe ich das schon mal öfter gehört, weil das schon ein bisschen größer war, vor allem im Japan, deswegen natürlich auch Fernsehserie und Kinofilm, aber eben halt hier nicht so. Ich muss mal eben nebenbei gucken, ob das überhaupt hier rausgekommen ist. Weil das weiß ich nicht. Wo sind denn die Spiele? Es gibt sogar noch eine OVA. Nee, ist tatsächlich sogar Japan exklusiv. Sagt zumindest Wikipedia. Für PC gibt es das, für Dreamcast, PS2 und für die PSP dann eine Art Remaster oder Remake. Das weiß ich nicht. Gut. Als nächstes kommt der Meister der Videospielfilme schon auf unseren Zettel, der wunderbare Uwe Boll. Mit einem Meisterwerk, Ja. das eigentlich der titelgebend für die Filme von ihm, die lassen einem auch alleine im Dunkeln stehen, nämlich Alone in the Dark. Ja, Kevin, was ist das denn? Was ist denn Alone in the Dark? Das Spiel an sich, ich muss jetzt zugeben, die alten ursprünglichen Teile, das begann ja irgendwie 98, 97, weiß ich gar nicht. Das ist so, ich kann auch immer noch den Grafikstil nicht benennen. Das hatte damals Bezeichnung Polygon oder irgendwie sowas. Also es ist auf jeden Fall eine Horrorspielserie, den jüngeren Zuschauern am ehesten wahrscheinlich bekannt oder unserer Generation so ab Alone in the Dark, The New Nightmare auf der PlayStation 1 und 2 oder halt dem Alone in the Dark für die PlayStation 3, das auf der PlayStation 3 den Untertitel Inferno trägt, wie Florian uns vor der Aufzeichnung vermittelt hat. Und das sind halt Horror Adventures, also das würde ich jetzt nicht mal so unbedingt als, ich weiß nicht, oder Survival Horror nennt man das, ne? Und der Also Film, also die das letzte Spiele. Spiel würde ich tatsächlich als Horrorspiel bezeichnen, aber die davor würde ich persönlich für mein Empfinden als Survival-Horrorspiele beziffern. Also insbesondere The New Nightmare ist sehr Resident Evil mäßig, würde ich mal Ja, behaupten. die alten ja im Prinzip auch, die haben ja auch die Panzersteuerung und alles, aber irgendwie noch ein bisschen primitiver, als wie man das von Resident Evil 1 kennt, ich weiß es auch nicht, wurde damit nie so warm, erst mit A New Nightmare. Ich meine, dass ich es auf der Dreamcast gespielt habe. Ich bin aber gerade zu faul, um nachzugucken. Das kann auch gut sein, dass es das da auch gab, ja. So, und Ja. das wurde halt 2005 und wie ich überraschend gesehen habe, auch 2008 nochmal in Angriff genommen. 2005 ein Kinofilm, den kennen vielleicht einige mit Christian Slater und ich weiß gar nicht, ob da sonst noch Besetzung drin war, die man kennen müsste. Alone in the Dark 2 kam schon nur noch Direct to Video, wie uns hier die Liste verrät. Ich habe jetzt vor kurzem zumindest einen Teil angefangen wieder und ich. Aber die Erinnerung an Alone in the Dark ist schwammig. Ich glaube, mich zu erinnern, dass, ja, wenn man die Spiele kennt, finde ich, haben Filme schon immer einen schwierigen Stand, wenn man die Spiele kennt und mochte. Aber ich bin der Meinung, dass Alone in the Dark noch gar nicht so ein übler Fehlgriff war, wie andere Uwe Boll-Filme. Aber ich weiß, dass Florian denen da die Erinnerung noch aufgefrischt hat.
Also, Alone in the Dark habe ich nicht im Kino gesehen, aber relativ früh. Ich konnte mich noch erinnern, dass ich als erstes die geschnittene Version gesehen habe, weil ich sehe auch hier gerade die Kinofassung ist ab 16 und dann habe ich ihn später nochmal gesehen in dem Director's Cut. Den habe ich jetzt vor kurzem dann auch nochmal wieder in der 18er Version gesehen. Ja, ist mit Christian Slater und mit der Queen of B-Movies, sag ich mal, mit Tara Reid, bekannt aus American Pie und Sharknado. Und ja, der erste Teil ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Da war Uwe Boll noch kein böser Name und das, obwohl er 2 Jahre vorher den bis heute für mich schlimmsten Film, den ich je gesehen habe, gedreht habe. Aber dazu kommen wir später noch. Also Alone in the Dark, mir persönlich hat er auch jetzt vor kurzem nochmal, hat er relativ gut gefallen, den kann man sich gut angucken. Habe ich so, ist nicht der Überkracher, muss man nicht gesehen haben, aber kann man auf jeden Fall machen so. Das ist so meine Meinung. Was sagst du oder was sagst ihr? Ich weiß nicht, ob Olli den gesehen hat. Nee, leider nicht. Ich bin nicht. Wie hattest du... Ich habe den, wie gesagt, tatsächlich jetzt vor kurzem angefangen, aber nicht zu Ende geguckt. Aber ich habe den, wie gesagt, aus Erinnerung auch nicht wie ein anderer Film, der von Uwe Boll noch kommen wird, nicht allzu miserabel in Erinnerung. Aber ich habe da leider die Erinnerung nicht mehr aufgefrischt, also nicht den Film noch mal ganz geguckt. Hier steht sogar im Artikel, der wurde von vielen als schlechtester Film des Jahres 2005 genannt. Also, ich weiß es nicht. Das ist jetzt nicht wirklich nicht der Top-Film, aber ich fand den schon, kann man auf jeden Fall angucken. Anders als andere Werke von ihm. Kann man machen. Das ist so eine 6 von 10, würde ich sagen. Ich finde auch, bei einigen Filmen muss man halt sich mal so ein bisschen von der Vorlage loslösen, um mit dem Film Spaß zu haben. Aber wenn man das Spiel vielleicht dazu liebt, dann kann das natürlich mal schwierig werden. Das stimmt, ja. Aber ich bin da ja, wie gesagt, ich bin nicht so der größte Alone in the Dark-Fan. Hab zwar ein, zwei Spiele gespielt, aber das kann bei mir nicht so viel kaputt machen. Die Fortsetzung hat demnach wahrscheinlich keiner von uns geguckt. Bis vor der Aufnahme wusste ich nicht, dass eine existiert. Ja, also das gehört hatte ich das schon mal. Also hier spielen ein paar Leute mit, die man kennen könnte. Zum Beispiel Lance Henriksen spielt mit. Kennt man unter anderem aus, na? Schnell, komm, sagt es Ach, mir. Alien. Alien. Jo, zum Beispiel. So, Ja, also wollte ich auch mal was sagen. Yeah. hat sehr, sehr viel gedreht. Sau, sau viel gedreht, was man kennen könnte. Ach Super ja, toller Typ. okay. Hätte ich fast auf einer Comic-Con getroffen, aber da hat er dann abgesagt oder wurde die Con abgesagt, eins von beiden. Er spielt unter anderem noch mit Danny Trejo, den man als Machete kennt, und Zach Ward spielt tatsächlich mit, der dann ein Jahr vorher einen anderen Film von Uwe Boll, in einem anderen Film von Uwe Boll die Hauptrolle gespielt hat, den ich mir eben gerade noch vor der Aufzeichnung reingezogen habe, aber da kommen wir dann auch später zu. Also Alone in the Dark 2 haben wir nicht gesehen. Aber ich muss gerade feststellen, dass ich selbst Rick June das Gesicht kenne. Allerdings erste Assoziation ist Fast and Furious 1, wenn ich den sehe. Muss mal eben gucken. Also So. Rick June, für die Menschen, die draußen, die auch nicht wissen, was es ist, Rick June, ja ist klar. dieser asiatische Drive, Alter, den kennt man doch. was fährt denn der? Der fährt den S2000 in Fast and Furious 1 zum Beispiel. Nicht viele Filme gedreht, aber ich kenne von ihm The Fast and the Furious, Stirb an einem anderen Tag von James Bond. Ninja Assassin kenne ich, The Man with the Iron Fists habe ich erst letzte oder nee, vorletzte Woche gesehen. Olympus Has Fallen habe ich gesehen. Prison Break habe ich gesehen und Alita Battle Angel in der Anime-Verfilmung hat er auch mitgespielt. Also den kennt man auf jeden Fall. Ja. Ja, guter Typ. Aber den Namen hatte ich nicht auf dem Zettel, deswegen habe ich den eben nicht genannt. Ich auch nicht, ich habe ihn nur raufgeklickt und dann festgestellt, ich kenne Jo. Ja, okay, dann geht's weiter mit einem riesengroßen Thema, wo wir leider nicht so viel zu sagen können, obwohl es wirklich eine saugroße Marke ist. Es geht nämlich um eine Videospielverfilmung von einem riesigen Franchise, was als Handyspiel gestartet ist, nämlich Angry Birds. Zwei Filme mittlerweile.
Den zweiten haben meine Kinder gesehen. Den gab es mal für 1 € hier bei Amazon Prime. Gibt es ja immer diese 99 Cent Filmabend oder wie sich das stimmt. Und da haben wir uns den Trailer angeguckt. Da habe ich mal gefragt, hey, wollt ihr den gucken? Der ist witzig bestimmt. Ich habe mir allerdings nicht angeguckt, weil ich bin jetzt auch kein großer Angry Birds Fan. Aber meine Kinder haben den geguckt und muss dazu sagen, also die kennen die Spiele nicht, also gar keins. Und wussten auch gar nicht, worum es geht. Und dann haben sie gleich angefangen mit dem zweiten Teil. Aber sie fanden den beide sehr witzig. Also meine Kinder sind 5 und jetzt bald 8. Und fanden sehr witzig. Würden sich ja auch noch mal ein zweites Mal angucken. Also wie gesagt, den Trailer fand ich eigentlich auch ganz gut. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Aber es ist auf jeden Fall, also so wie es aussah, zumindest ein hochwertig produzierter Film. Und es ist auch so, ich denke mal, so ein typischer Film, zumindest nach dem Trailer nachzuurteilen. Da sind halt auch immer so ein paar versteckte Erwachsenenwitze drin, wo halt dann auch die Erwachsenen mit ins Kino latschen und auch ein bisschen was zu lachen haben. Also wie gesagt, meine Kinder fanden es toll. Aber wie er jetzt für Erwachsene ist, keine Ahnung. Man kann jetzt nochmal dazu sagen, man konnte, glaube ich, mit dem Film auch nicht so fürchterlich viel verbocken, weil die Spiele sind so ein bisschen physikbasiert. Man hat die namensgebenden aggressiven, hätte ich mal gesagt, die Angry Birds, die man mit einem Katapult, mit einer Art Zwille auf verschiedene Gebilde schießt, wo Schweine, glaube ich, draufsitzen, ne? Schweine, Und es geht genau. darum, einfach die Gebilde so einstürzen zu lassen, dass alle Schweine runterfallen. Und das ist so im Prinzip das Spiel. Da gibt es, glaube ich, keine Geschichte hinter. Insofern konnte man da wahrscheinlich Naja, die eine Filme nicht. minimale, so eine echt wirklich konstruierte, schnelle Geschichte gibt es da schon, aber Was in dem ja, und da gibt es dann Spiel? verschiedene. Bitte? Im Spiel? Ich weiß nicht, welches Spiel, also irgendwie gibt es da schon so ein bisschen Story. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt vom Spiel ist oder ob die irgendwo mal woanders erklärt wurde. Keine Ahnung, so ein bisschen doch, also ich krieg's nicht mehr zusammen. Also was ich hier noch habe, ist Angry Birds, die Star Wars Edition. Die ist mittlerweile auch nicht mehr so leicht zu bekommen, für die Xbox One zumindest. Ich finde es eigentlich ganz nett, mal so für zwischendurch, aber es ist natürlich nicht so, was länger bindet. Aber es ist natürlich auch so, was wir vorhin hatten mit diesen physikbasierten Spielen, die ich eigentlich sehr gerne mag. Deswegen, ich habe es auch eine Zeit lang gespielt, aber man kann es halt nicht jetzt so. Weil es halt, wie du schon sagst, es ist halt keine richtige Story, das stimmt schon. Im Gegensatz zu, ne, Donut County, was ich vorhin erwähnt hatte. Aber egal, es macht schon Laune irgendwie. Es hat ja nicht umsonst so einen großen Erfolg, diese Serie. Und die nächste Serie. Also Spiel, oder wolltest du noch zu Angry Birds? ja, ich Guck es wollte gerade. eigentlich nur dazu noch sagen, mein Onkel ist sehr film- und serienaffin. Der hat den ersten Teil gesehen, das fiel mir gerade noch ein. Der hatte gesagt, als er den geguckt hat, den fand er ganz cool. Und der hat mit den Spielen auch nichts am Hut. Also das scheint wohl wirklich so zu sein, dass da auch Erwachsene Spaß mit haben können. Aber wir haben es halt nicht gesehen. Kann man auf jeden Guck Fall mal, aber machen, wenn sie, denke ich. die hätten ja auch nicht einen zweiten gemacht, wenn es jetzt nicht so erfolgreich gewesen, wenn der erste nicht erfolgreich. Ich denke mal schon, dass er Ja. erfolgreich war. Ja, ist ja auch eine Riesenmarke. Klar. Auch noch eine Riesenmarke. Kevin, du wolltest gerade Genau. einleiten. Ich würde sagen, weil wenn es um große Franchise und große Marke angeht, das nächste mit dem Buchstaben A ist Assassin's Creed. Ich glaube, geneigten Hörern muss man jetzt nicht großartig erklären, worum es in den Spielen geht. Ganz groß, grob, verschiedene Zeitepochen. Begann mal damit, dass man in der Neuzeit, in der aktuellen Zeit spielt und durch die Erinnerungen, was eigentlich auch die Erinnerungen, eine der von Vorfahren zugreift, ne? Und das sind immer irgendwelche Attentäter, so Genau. ganz grob übers Knie gebrochen, die Geschichte. Also fing es mal an, so ist es inzwischen, sparen sie sich die Sequenzen in der aktuellen Zeit, geht es nur noch um verschiedene Epochen und Assassinen, wobei Assassinen auch schon weniger geworden ist, aber egal. Dazu gab es, wie ich gesehen habe, anscheinend mehr als ein Realfilm, weil wenn ich an Assassin's Creed Film denke, dann denke ich an den zuletzt mit Michael Fassbender, aber es gab anscheinend 2009 schon ein Assassin's Creed Lineage, der als Re Ach, das war eine Serie, und Assassin's Creed Ascendance, was auch ein Realfilm sein soll, und da lese ich jetzt auch gerade zum ersten Mal von. Ja, Den kenne ich auch nicht. es sind Assassin's Creed Lineage ist halt eine Webserie. Assassin's Creed Ascendance ist ein Webfilm. Ah. Und dann gibt es noch Assassin's Creed Embers, das ist ein Animationsfilm, aber auch ein Webfilm. Also alles Internetgeschichten, Okay. denke mal, So promomäßig von für. Fans wahrscheinlich, oder? Oder? Nee, das wird schon von Nee. Ubisoft sein. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hab's nicht gesehen. Lass uns doch mal über den Assassin's Creed Kinofilm sprechen mit dem wunderbaren Michael Fassbender.
Also den Film habe ich sogar im Kino gesehen. Oha. 2016, ja, ne, weil nichts anderes lief zu der Zeit. Und nee, ich war aber auch gespannt, muss ich erst sagen. Ich war gespannt darauf, gerade wie sie es so machen mit der, bei der Reihe ist es ja interessant, die Vergangenheit ist ja eigentlich nur interessant, nicht die Gegenwart, die kennt man ja jeder selber. Und da war ich schon gespannt, wie sie es so anstellen, so, wie sieht das denn aus? Und also man muss eins schon mal sagen, am Budget wurde da nicht gespart. Also das erkennt man, glaube ich, schon, dass das schon, dass da Geld hintersteckt auch. Ne? Da wird wahrscheinlich auch Ubisoft ein bisschen reingebuttert haben. Denn für die ist das ja schon ein Werbefilm, wie sie auch später zugegeben haben. Und ja, in der Hauptrolle Michael Fassbender. Ich muss dazu sagen, also ich mag Michael Fassbender, ich finde auch, es ist ein guter Schauspieler. Vielleicht auch so ein sehr guter, herausragend finde ich nicht, aber gut, das ist jetzt ne, egal. Jedenfalls, aber was mir nicht so gefallen hat bei dem Film, ist, dass ich den Michael Fassbender, also den verkörperten Hauptdarsteller, ich fand den total unsympathisch. Also der hat sich auch später, sowieso, es war ja, glaube ich, ein Krimineller irgendwie. Das hat sich auch am Ende nicht geändert. Ich fand ihn die ganze Zeit total unsympathisch. Ich konnte mit denen nichts anfangen. Und das hat den Film so ein bisschen heruntergezogen. An sich fand ich ihn halt auch durchschnittlich bis okay. Also gut, ganz gut. So. Aber das ist schon so ein, das ist kein Low Budget, sondern dann sieht man schon, das ist schon so ein Triple-A Hollywood-Film, würde ich schon sagen. Wie seht ihr das? Ja, also ich habe eben mal die Dings hier mit Besetzung noch überflogen. Klar, Michael Fassbender, dann haben wir Jeremy Irons, der wird sicherlich auch nicht für ein Apfel und Ei arbeiten. Und vorhin steht unter Produktion steht auch ein Gerard Gilmour. Das sind ja die sind ja irgendwie Gebrüder oder was, ne? Die denen Ja, genau. Ubisoft gehört. Also da hat definitiv einer von denen tatsächlich mitgewurschtelt. Ich glaube, es gibt ja auch viele, die einfach ihre Lizenz abgeben und mitunter teilweise nicht mal mehr was mitzureden haben, wenn der Film gedreht wird, aber da offensichtlich Ja, mit klar, es drin. ist die Marke von Ubisoft, die geben sie nicht einfach so aus der Hand, ne? So, und zum Film. Ich glaube, ich habe den bis heute nicht so richtig verstanden. Ich weiß nicht, was das mit diesem komischen Apfel auf sich hatte. Ich mochte die Gegenwartsszenen nur bedingt, dieses komische Gestell, in dem er rumhampelt. Naja. Ja, Fandst bitte. du denn den Hauptcharakter auch so unsympathisch? Also das war ja wirklich, ich meine, es war ja absichtlich, dass der am Anfang, aber ich finde, er hat am Ende war dann auch nicht, hat sich für mich zumindest nicht sympathischer gemacht. Oder? Die war so, weiß nicht, ein bisschen 0815. Der hatte für mich nicht mal einen richtig wahrnehmbaren Charakter, den er gespielt hat, finde ich. Ja, war schon ein bisschen platt, stimmt schon. Ja, nichtsdestotrotz, also der Film war schon ein Erfolg. Ich habe vorhin schon nochmal geguckt auf Wikipedia. Ich kann es gleich nochmal auch hier vorlesen. Also Einspielergebnis, also das Budget war 125 Millionen. Das ist schon ganz cool. Also schon recht fett. Und eingespielt hat er 241 Millionen. Also muss man immer dazu rechnen, dann kommen ja noch die Marketingkosten, die ja eigentlich auch so ungefähr, man sagt, so in etwa genauso hoch sind wie das eigentliche Budget von dem Film. Also das ist wirklich nur das Filmbudget, da ist jetzt nicht das Marketing mit dabei. Wobei natürlich Assassin's Creed braucht nicht so viel Marketing, denke ich mal, weil die Marke ja generell schon sehr bekannt ist. Aber 241 Millionen ist schon recht ordentlich, obwohl der Film ja wirklich sehr schlechte Kritiken teilweise bekommen hat. Zu Unrecht finde ich, weil so schlecht ist der Film auch nicht. Also man kann sich angucken mal. Jetzt gerade habe ich vorhin noch geguckt auf Amazon Prime. Haben ja viele, die das hier vielleicht auch hören, kann man sich den kostenlos angucken, wenn man mal Bock drauf hat. Man kann ja mal reingucken. Ich denke mal, reingucken ist auch, für Low ist er okay. Also ich schließe mich da eigentlich so im Großen und Ganzen an. Ich habe den gesehen, fand ihn okay. So zum, ich sage mal zu meinem Onkel, einmal gucken ist in Ordnung. So, das ist so das typische 6 bis 7 von 10. So kann man mal gucken, muss man nicht, hat man nicht nichts verpasst, wenn man es nicht guckt. Ich fand ihn aber auch nicht so schlecht wie der Rest der Welt, die ihn immer dargestellt hat. Also es ist jetzt nicht keine Zeitverschwendung für mich gewesen. Ich fand ihn in Ordnung. Das mit den Apfel zum Beispiel, das erinnerte mich extrem an Assassin's Creed 2, an die Backstory mit den Story-Puzzlen, die man da mit Adam und Eva, die man da ergründen muss. Das habe ich so als Beiwerk Ja. dazu begriffen. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber da habe ich das für mich eingeordnet. Gut, da fehlt mir halt, ich bin so erst so richtig dabei, quasi seit Origins, deswegen.
Oder seit Black Flag habe ich mal so ein bisschen mitgemischt. Deswegen kann ich natürlich solche, ich schimpfe jetzt mal Easter Eggs oder solche Anspielungen nicht verstehen, wahrscheinlich. Das heißt, du hast den besten Assassin's Creed-Teil verpasst. Ja, weil die PC-Version, glaube ich, auch nicht so super toll gealtert ist. Also, vielleicht nicht optisch, sondern steuerungstechnisch soll die ziemlich mau sein. Okay, aber es gab auch das Remaster, ne? Vielleicht haben sie es ja da verbessert. Von zwei? Ja, es gibt doch die ganze Ezio Collection, die Trilogie. Ach so. Da ist Assassin's Creed 2, Brotherhood und wie das dritte heißt, weiß ich nicht. Okay. Lebensstil. Nee, wie heißt das? Wie heißt denn das dritte? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. gibt es noch was zu Assassin's Creed zu sagen? Nicht unbedingt, nö. Nö. Dann würde ich jetzt direkt fortfahren mit einem Film, wo ich bis heute Vormittag nicht mal wusste, dass es den gab. Nämlich zu einer Videospielreihe, die ich damals Anfang der 2000er sehr viel auf dem PC gespielt habe. Gab es aber auch auf sämtlichen Konsolen. Nämlich Autobahnraser. Da gab es 2004 tatsächlich eine Verfilmung. Habt ihr die Spiele gespielt? Ja, ich habe es mal auf der PlayStation 3, glaube ich, habe ich gezockt. Und hatte damals, glaube ich, nicht so gute Kritiken gekriegt, aber ich fand es gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, Grafik war Müll, ne? Aber ich fand es gar nicht mal so kacke eigentlich. Ich glaube, die Spiele waren alle Gab mehrere, ne? nie Genau. so gut bewertet. Aber die haben sich gut verkauft. Irgendwann habe ich mal geguckt, irgendwie in den Charts waren die immer drin. Ja, also das ist ja so ein ähnliches Phänomen. Man kann das vom Phänomen her sehr mit Landwirtschaftssimulator vergleichen, finde ich persönlich. Dass auch andauernd Preise gewinnt und extrem viel verkauft wird. Aber Leute wie ich da sitzen und das nicht nachvollziehen können, was das da, die sehen immer scheiße aus. So klar, die haben sich endlich mal Ja. so ein bisschen optisch weiterentwickelt, aber so der Hit sind die jetzt nicht optisch. Und das reizt mich auch vom Thema nicht. Und bei Autobahnraser ist halt auch so, nur dass die nie richtig gut aussahen, die sahen immer müllmäßig aus. Und war aber irgendwie immer ganz witzig. Wir hatten ja immer nur Need for Speed und Co. zum Vergleich. Und es war einfach eine coole Sache, auf einer deutschen Autobahn rumzufahren und dann da Schilder zu sehen, wie Naja. nächste Auffahrt Köln und so. Und das ist Naja, genau. schon witzig gewesen. Der Hersteller hat auch andere grandiose Lizenzspiele rausgebracht, wie das Knight Rider-Spiel für die PlayStation 2 und so weiter. Spiele fand ich als Kind, Jugendlicher ganz cool. Auch wenn sie nicht so der Hit waren, den Film haben wir drei alle wohl nicht gesehen. Nee, vorhin, wenn ich Nee. hier, also erstmal sehe ich hier nur deutsche Namen und ich bin kein Fan von deutschen Produktionen, schon gar nicht im Jahr 2004. Und die bekanntesten Namen, die mir auffallen, sind Alexandra Neldel Naja, gut. und Machen wir einen Colleen Playboy. Fernandes. Und Colleen Fernandes ist für mich keine Nee, Schauspielerin, würde ich gerne mal einen Playboy sehen. schon gar nicht 2004. Hallo, hier hören auch Kinder zu. War die da nicht? Ach so. Ey, jetzt mal ohne Witz, war die nicht irgendwie in der FHM oder so? Das FHM, ja, da haben sie ein Bikini an, sorry, aber. Ach so. Naja, okay. Ja, keine Ahnung. Ich sehe das ein bisschen anders mit deutschen Filmen. Es gibt auch sehr gute Filme. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich dachte, das wäre von 2004, aber der ist von 2002. Da gibt es einen Film, das Jesus-Video zum Beispiel. Mega guter Film. Mega Kein. geiles Buch vor allen Dingen. Ja, das Buch habe ich nicht Sorry, aber. gelesen, aber. Ja. Der Film hat auch nicht wirklich gute Kritiken, aber ich mag den sehr. Gut, apropos Jesus und Bibeln. Ja. Das nächste Thema ist Bible Black. Was ist das? Nie gehört. Ich schon ist zumindest zu dem Zeitpunkt, wie es jetzt heute ist, weiß ich nicht, aber zu dem Zeitpunkt eine relativ große Marke gewesen. Ist ja, gab es Zeichentrickserie und so weiter. Ist ein japanisches, ja, ich denke mal, man kann es noch japanisches Adventure nennen. Auch wieder diese Mischung Visual Novel Adventure und ist ein sogenanntes Eroji Adventure. Das heißt, das sind diese Dinger, wo dann es eigentlich darum geht, dass irgendwie viel zu sehen ist Wo und so gibt's das? weiter. GOG oder wo kriege ich das jetzt her? Was? Kann ich dir sofort sagen, eine Minute. GOG. Nein, das ist keine Veröffentlichung im deutschen Raum. Das ist, Bible Black. Doch, gibt's bestimmt. So, nein, gibt's nicht. Schade. Gut, Ja. so Dann viel musst du dazu. wohl irgendwie über Umwege. Gut, auf jeden Fall
kennt man, wenn man so ein bisschen Japan-Anime-affin ist, hat man da zumindest schon mal von gehört. Mein Ding ist es nicht, aber ich muss auch sagen, ich habe mich, abgesehen davon, dass ich weiß, was das ist, nie wirklich damit beschäftigt. Gut. Aber ich weiß, womit du dich beschäftigt hast. Mit dem Genau. Kommen wir nächsten, zu Uwe Boll. Blood Rain. Ah, ja. Junge, Spiel, Zombie, Junge. was ist die eigentlich? Ist sie eine Vampirin? Ja, ne? Blood Rain ist ein Vampirspiel, Action-Adventure. Ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt ist. Damals, der erste Teil, war auf jeden Fall indiziert in Deutschland. Deswegen natürlich als Jugendlicher für mich ein Must-Have. Musste man kriegen. Mochte ich sehr, hat mir sehr gefallen damals auf der, was war das, PlayStation 2. Ja, klopper. Und Blood Rain 2 habe ich auch gespielt, auch auf der PlayStation 2. Und danach hat mich die Reihe verloren. Ich gucke gerade, keine Ahnung, ob es noch einen Teil gab. Es gab noch irgendwie so ein möchte gern Cell-Shading Side-Scroller, glaube ich. Oh, stimmt, das habe ich ja sogar gespielt auf der PlayStation 3, aber leider nicht durch. Blood Rain Betrayal ist das. Das ist Metroidvania. Mega gut. Stimmt, das habe ich schon voll vergessen. Gutes Spiel. Falls es das noch im Store gibt, ladet euch das. Echt, echt super gutes Metroidvania. Auf Egal, Steam gibt es drei. das, glaube ich. Also. Echt cool. Oh Gott, da hast du mir jetzt was erzählt. Ja, auf jeden Fall drei Filme von Uwe Boll, davon zwei Kinofilme und ein Direct-to-Video. Fangen wir mal beim ersten einfach an. Habt ihr den gesehen? Nein. Ich habe irgendeinen davon mal gesehen, reingeseppt, das hat mir gereicht. Wahrscheinlich habe ich nicht keinen der guten erwischt. Ich weiß es nicht, denn den ersten habe ich damals gesehen und auch von 2005. Also ich werde sehr viel Schlechtes über Uwe Boll heute sagen, aber Blood Rain war für mich ein guter Film, den mochte ich sehr. Also es war auch wieder so auf der Schiene, wo bei mir Assassin's Creed gelandet ist. Kann man gucken, muss man nicht. Mochte ich sehr, war okay, kann man gucken. Hat mich gut unterhalten. Der zweite Teil, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und um den dritten Teil, der den Untertitel The Third Reich trägt, der dann wieder ein Kinofilm war, da gab es ja diese kuriose Uwe Boll Story, wo er gleichzeitig zwei Filme gedreht hat, nämlich den Blood Rain The Third Reich Film und Trommelwirbel den Auschwitz Film. Da hat er sich gedacht, Mensch, das kann ich doch alles nutzen und wir drehen beide Filme gleichzeitig. Und da gab es ja damals schon mega viel Kritik und habe ich auch nicht gesehen. Also, weil, ja, den zweiten Teil, da wusste ich tatsächlich nie, dass es einen gab, bis ich gehört habe, dass der dritte gedreht wird. Und 2010 kam der dritte raus. Da war ich schon auf dem Modus, dass ich mir von diesen Menschen möglichst keine Filme mehr angucken möchte. Wird sicherlich seine Fans haben, denke ich mal, sonst hätte er nicht drei Filme gedreht. Möchtet ihr noch etwas zu Blood Rain beitragen? Kann Kann ich ich leider nicht. nicht. Nee. Gut. Ja, warte, was ich nur mal gucken will, Spaß habe, ob das ein bekanntes Gesicht. Oh, Christanna Locken. Okay, ja, es ist ein bekanntes Gesicht. Ich vergesse das immer, dass wir auch mal vielleicht erwähnen sollten, wer Ben da Kingsley mitgespielt hat mitgespielt. Udo Kier. Okay, Meatloaf. hat. Billy Zane. Junge, Junge. Michelle Rodriguez. Ich glaube, ich muss mir den erst nochmal angucken. Der erste Film ist echt nicht verkehrt. Der ist aber geschnitten, soweit ich mich erinnere. Da musst du gucken. Entweder ist er schon ungeschnitten erhältlich, weil die geschnittene Version ist nix. Ja. Kann man aber auf jeden Fall gucken. Der war echt in Ordnung. Ähnlich wie Bible Black geht dann als nächstes die große Serie Clannad, wie auch immer man es ausspricht. Auch wieder diese Visual Novel Japano-Rollenspiel, quasi nicht Rollenspiel, Adventure. Sache, auch ein ganz großes Thema gewesen mit Kinofilmen, mit Fernsehserien, mit OVAs und so weiter. Auch ganz großes Franchise, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Ist mir auch ein Begriff, habe ich aber auch nichts mit zu tun gehabt. Ich gehe mal davon aus, auch da dem geschuldet, dass hier nichts auf Deutsch rausgekommen ist, dass ihr davon nichts gesehen habt. Ich hatte mir eben eingebildet, dass ich den Titel schon mal gelesen hätte, aber ich glaube, das war auch Nee, ich verkehrt. wusste auch nicht. Ja, Sorry. schon groß das Franchise gewesen. Okay.
Ja, kommen wir zum ersten. Kurzer Nachtrag zu Blood Rain, momentan auch auf Amazon Prime guckbar. Ich weiß nur nicht, welche Version. Aha. Ist auf jeden Fall FSK 18, also. Hast du den nächsten Film gesehen? Wenn ja, kannst du ja weitermachen. Ich guck, könnte dann Warte, 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 warte. Nebenbei mal gucken, ah, ob Blood ja. Rain. Ich gucke mal, ob Blood Rain geschnitten ist oder nicht und werde dann gleich mal eben. Beim nächsten Film bin ich vermutlich auch der einzige Mensch, der den geguckt hat. Nicht? Achso, gut. Denn zu Dead or Alive, eine bekannte Prügel-Videospiel-Serie seit der PlayStation 1, glaube ich. Die Geschichte in den Spielen selber ist, glaube ich, auch völlig Banane. Ich habe mir irgendwann mal in irgendeinem Teil die Mühe gegeben, mir den Story-Modus zu spielen. Ja, es hat irgendeine Story. Und ich glaube, so geht es dem Film auch. Aber den Film guckt man, glaube ich, nicht wegen der Story. Und der ist auch nicht so inszeniert, dass man sich für die Story interessieren sollte. Sondern also, wie guckt man dann? Man guckt leicht bekleideten Damen bei relativ, relativ mies inszenierten Kämpfen zu. Also die Choreografien sind so. Es geht nur um Brüste bei Dead or Alive, das wissen doch alle. Ja, aber ich wusste nicht, dass das beim Film auch so ist. Doch. Nothing more to say, oder wie war das? Also ja, wenn man auf super choreografierte Kämpfe steht, dann ist das jetzt nicht die erste Wahl. Ich fand den auch, den hätte ich vielleicht eine 5 von 10 gegeben. Fand ich, kann man machen. Okay. Was sagst du, Kevin? Ja, man kann ihn mal gucken. Man muss nicht unbedingt allen erzählen, dass man ihn geguckt hat. Auch wenn man ihn das zweite. Okay. Ich guck gerade, das sind auch Menschen, die Ich habe mir eine Filmbesprechung mal davon gehört, da hat sich nämlich der gute André Peschke das mit dem Kompagnon, mit dem er jetzt immer Videospielverfilmungen bespricht, auch angetan. Und Eric Roberts war wohl jemand, der mal so ein bisschen kämpfen konnte, aber ansonsten. Eric Roberts war mal ein ausgebildeter Kampfsportler, also ein Kampfsportler, ja. Ja, und das war wohl wahrscheinlich, soweit ich weiß, in dem Film der einzige, der überhaupt andersweise sowas in der Art könnte. Obwohl, ich sehe die Kazumi gespielt hat, die Devon Aoki, der Name sagt mir auch nichts, aber das Gesicht, ich könnte mir vorstellen, dass die auch noch sowas kann. Die kennt man, wie ich hier lese, aus Too Fast to Furious, Spy Girls, Sin City. Ja, okay, das ist auch überschaubar. Also, das guckt man nicht wegen den Schauspielern. Das guckt man nicht wegen der Geschichte. Das guckt man wegen ein bisschen Geprügel und nackter Haut. Also, viel nackter Haut, ohne dass man zu viel sieht. Weil ich glaube, der ist auch ab 12, ja, also weiß man, was man da zu erwarten hat. Das war, glaube ich, einfach nur der Versuch eines Cash-Grabs oder weiß nicht, warum sie den, wieso, geil. Weshalb man den gemacht hat. Den habe ich auch komplett nur geguckt, weil es eine Videospielverfilmung ist. Ich denke mal, die Lizenz war als Verfilmung nicht so teuer und das lockt halt, ne, und ja, ich finde, viel mehr muss man da. Und es ist so kurios, weil wenn du da guckst, wer da alles mit dran gearbeitet hat, das macht ein Ferdi, ey. Kevin Nash macht da mit. Stimmt, das spielt, glaube ich, den Vater, ne, von einfach fucking Big Sexy macht mit. Und das ganze Ding ist von Bernd Eichinger und Paul W.S. Anderson, zu dem wir heute auch noch ein paar Worte verlieren werden, produziert worden. Es ist einfach nur skurril, was hier los ist. Naja. Und dann wurde der ganze Film ja auch noch 2006 sehr stylisch DOA genannt. Dead or Alive, DOA. Aber heißt nicht das Spiel im Prinzip auch teilweise nur einfach so? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's immer nur Dead or Alive genannt. Ja, aber ich bin da mal so auf den ersten steht sogar auch nur. Also das erste heißt einfach Dead or Alive. Und ich glaube schon irgendeine der PlayStation 2-Fassungen stand auch nur noch dick DOA drauf. Ich hab aber kann ich mich auch erinnern. Habe ich immer mal wieder gerne gespielt, aber auch nie ausgiebig. Und wie gesagt, und ich glaube den, wo sind wir jetzt, bei 6 oder 7? Und ich glaube den 5. habe ich, oder den 6. habe ich mal die Story versucht und habe gedacht, what? Also da auch im Spiel ist so, denkst du, bitte mach das weg. Lass mich prügeln, lass die Möpse wackeln und gut ist. Ja.
Habe ich nicht wo nicht so viel jetzt wackelt, aber auch nicht so viel alive ist, ist das nächste Thema. Also Kevin, da kannst du auch ein bisschen was sagen. King of Überleitung. Dead Space. Noch kein Spiel beendet, wobei das am ersten Teil daran liegt, dass ich glaube ich irgendwo einfach nicht weiterkam. Also Dead Space ist ein, ja, ich glaube, es fällt auch in dieses neumodische Genre Survival Horror. Horror. Also Dead Space 1 und 2 sind Survival Horror Spiele. Dead Space 3 ist ein Action Adventure. Ja. Dead Space 1 nehme ich jetzt einfach mal als Paradebeispiel, weil ich glaube, da basieren auch die Filme drauf. Alleine auf einer Weltraumstation, nee, nicht auf Weltraumstation, auf einem Raumschiff, glaube ich, oder ist das eine Station? Raumschiff? Muss ich liegen? Raumschiff oder Raumstation, das ist vom Prinzip her irrelevant, wo glaube ich, ein Notruf gesendet wurde und wir dorthin unterwegs sind mit Isaac, einem Ingenieur ist er, muss ich jetzt lügen, und wir dem auf den Grund gehen wollen, was da passiert, und da passiert halt so einiges Böses, weil die irgendwas zutage gefördert hat, was die Menschen, die dort sind, verrückt werden und mutieren lässt. Und dazu gab es auch zwei Animationsfilme. Diese Zeichentrickfilme ist es hier bezeichnet. Ja, ist glaube ich auch Zeichentrick, ne? Sozusagen, also. Es ist kein Anime, also es sind Zeichentrickfilme. Ja, Direct to Video. Jetzt muss ich lügen, ich habe einen von beiden gesehen und war überrascht, wie brutal der zur Sache geht. Ich kann da ja mal reingrätschen. Also ja. Es sind im 2008 ist Dead Space Downfall erschienen. Das ist das Bindeglied zwischen, also storytechnisch zwischen Dead Space 1 und 2. Dem folgte Dead Space Aftermath 2011 und das spielt nach Dead Space 2. Also die Story wird da noch ein bisschen ergänzt in das ganze Universum und das ist schon ganz geil. Vor allem, wenn man jetzt spielt und dann einen Film guckt, abwechselnd, dann hat man schon ein ganz gutes Gesamtprodukt. Wobei ich halt Dead Space 3 nie gespielt habe. Leider, weil mich dieses Action-orientierte zu sehr an Resident Evil 6 erinnert hat und meinen gebrochenen Herzen, was da dann entstanden ist. Ja, ich fand beide Filme super. Habt ihr auch beide hier, fällt mir gerade ein. Ich bin der Meinung, ich habe nur Downfall gesehen. Aber das ist auch schon ein bisschen, wie gesagt, und was ich in Erinnerung habe, ist es, wow, geht brutal zur Sache. Das kam mir im Spiel gar nicht. Das Spiel ist ja auch nicht zimperlich, schon das erste, aber ja, es ist so ein bisschen, war nicht so einer von beiden, ist doch, glaube ich, sogar so ein bisschen Anime-Style, oder? Weil es ging jedenfalls gut zur Sache. Da kommt der Horror nicht ganz so rüber durch das Gezeichnete, finde ich, aber dafür das Splatter-Aspekt. Also ich finde, wie gesagt, ich finde beide super, hab auch beide. Witziges Trivia-Wissen, Dead Space 1 ist ja damals in einer Zeit rausgekommen, wo noch sehr, sehr viel geschnitten wurde oder indiziert wurde in Deutschland. Und die haben ja, du musst mal den Zulassungsbericht lesen von der Prüfung, von der Jugendprüfstelle, wo dann eben halt begründet wurde, warum es für dieses Spiel wichtig ist, dass man Gliedmaßen abtrennen muss mit diesen Cut-Messer da, ne? Du musst ja die Viecher, um die zu töten, musst du denen ja Gliedmaßen abschneiden. Achso, du meinst, der Entwickler hat quasi aufgeschrieben. Ja, genau. Damit das Spiel nicht indiziert wird, hatte das haben die so witzig formuliert und begründet. Und so ist das dann tatsächlich durchgekommen. Also es ist schon, was denn so manchmal hinter den Kulissen passiert und warum es tatsächlich auch so rausgekommen ist, ist schon ganz witzig. Ich hätte sowieso gedacht, dass das gar kein Grund wäre, um geschnitten zu werden, weil den Gegnern, denen man Gliedmaßen abschneidet, die sehen ja schon nur noch entfernt menschenähnlich aus. Und ich dachte, das wäre immer so ein Aspekt, dass sie nicht zu menschenähnlich aussehen dürfen, wenn du die zerschneidest. Also alleine die berühmte, ich glaube, es war in Dead Space 2 aber schon, die berühmte Augenszene, das wäre damals eigentlich schon immer ein Indizierungsgrund gewesen. Oder zumindest ein Cut-Grund. Na, und das fand ich immer sehr, sehr witzig, dass die das geschafft haben, Uncut in Deutschland rauszubringen, mit eben halt dieser Begründung, dass es elementar wichtig ist und naja, und es ist skurril. Jo, auf jeden Fall, tolles Spiel, der erste Teil und die Filme, wie Florian sagt, auch. Sehr gut. Also ich weiß, einer von beiden fand ich auch gut, aber war, glaube ich, nur so Download oder Prime oder was ich, wo ich damals so Filme geguckt habe. Der ist ja von 2008. Da habe ich noch nicht jeden Film immer so völlig fürchterlich offiziell geschaut. Olli, wie fandst du die denn alle? Die Spiele und die Filme? Hervorragend. Also die Filme kenne ich gar nicht.
Ich habe den ersten habe ich gezockt auf, weiß gar nicht, wo habe ich den gezockt? 3 oder Xbox, keine Ahnung. Sind die auch abwärtskompatibel? Ja, soweit ich weiß. Oder war das eine Aussage? Xbox One? Ne, das war eine Aussage. Achso, okay. Also die sind abwärtskompatibel auf der Xbox One. Den dritten habe ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt, weil ich mochte halt diese Action, ja. Mochte ich sehr gerne, aber ich habe keinen wirklich tatsächlich zu Ende gezockt, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe die ja noch hier stehen, also vielleicht zocke ich da nochmal rein. Sollte man eigentlich mal machen als Gamer, ne? Als Survival-Horror-Fan sind das die ersten beiden Teile grandiose Spiele. Das ist halt dumm. Ich sag ja nicht, dass der dritte ein schlechtes Spiel ist, aber das ist halt etwas, was ich weder bei Resident Evil noch bei Dead Space verstanden habe. Weißt du, wenn ich FIFA jedes Jahr rausbringe, dann fange ich nicht an, davon ein Snowboard-Spiel zu machen, weißt du? Und das verstehe ich nicht. Kann das schon verstehen. Ja, klar. Aber die wollten, EA wollte damals in eine andere Richtung. Ich habe da mal, glaube ich, einen Podcast auch von Dash FM gehört. Da haben sie es so ein bisschen erklärt, warum die dann in eine andere Richtung gegangen ist. Das ist genauso wie Resident Evil 6. Ja, klar, da hast du recht. Die wollten ja so ein bisschen... Die haben halt gesehen, okay, hier Activision bringt immer Call of Duty raus und macht damit ein Heidengeld, da gehen wir jetzt mal in eine ähnliche Richtung. Man muss dazu sagen, Resident Evil 6 hat sich auch sehr gut verkauft, ne? Also, es war kein Flop. Und die haben mit 5 den Weg schon eingeschlagen, ganz grob. Ja, aber ja, sie haben daraus gelernt und seitdem kriegen wir nur noch geile Resident Evil Spiele. Auf jeden. Was so, auch bleiben ein geiles wir mal beim Spiel Horror-Thema. War. Was? Bleiben wir mal beim Horrorthema und gehen genau, mal und beim guten Spiel, bei guten in Spielen deine Herzensrichtung. Du. Ja, ich hoffe, da Olli, auch nicht gesehen? Doch. Mäh. Oh, gespielt? Nee, nicht. Auch nicht. Doch, aber das ist mir, ich mag das First Person nicht so gerne und was. Naja, auf jeden Fall, so Doom zum Spiel, also wenn man da noch jemandem was erzählen muss, dann tut mir das leid. 2005 erschien ein Film dazu mit einem damals noch nicht so, zumindest im Kino noch nicht so bekannten Dwayne The Rock Johnson. Also und er hatte schon ein bisschen was gemacht. Back to the Jungle und sowas, ne? Wie bitte? Welcome to the Jungle und so eine Scherze wahrscheinlich. Ist das die Zeit? Letztens erst gesehen wieder, nach etlichen Jahren. Finde ich immer noch geil. Ich liebe den Film. wo ist denn seine Filmografie? Ja, also tatsächlich, er hatte ja nun die Mumie kehrt zurück, da ist er dem breiten Publikum das erste Mal so bekannt geworden, dann Scorpion King, die erste Hauptrolle, dann kam ja schon Welcome to the Jungle, Walking Tall, auch geiler Film, dann kam seine grandiose Rolle in Be Cool und dann kam eben halt Doom. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir da Dwayne Johnson, wir haben Carl Urban und Rosamund Pike könnte manchen Menschen zumindest das Gesicht auch was sagen. Wenn ich den Rest so durchlese, dann hört es bei mir auf, wobei ich die meisten der Gesichter aus dem Film auch schon kannte, schon irgendwo anders gesehen habe. Also bekannte Gesichter, The Rock, und er greift auch auf Umwegen die Story von, ja, in den ersten Teilen gab es die Story ja nur in so einem Textdokument zu lesen, sagen wir mal so, die Story von Doom 3 auf. Ja. Mond Phobos, auf dem das alles, glaube ich, sowieso irgendwie gefühlt alle Teile stattfinden, außer die 9. Weil ich glaube, der Doom 1 und 2 waren auch irgendein Mond, oder war das auf Erde? Auf jeden Fall der dritte Teil spielt Doom auf dem Mond. Doom 2 Hell on Earth hat bestimmt nicht auf dem ja, Mond gespielt. Stimmt. Nee, stimmt, also hauptsächlich spielt der Film so, ist er inspiriert von Doom 3. Was ja mehr so in die Horrorrichtung ging, ein bisschen weg vom Shooter. Und da nicht Höllenportale wie im Spiel geöffnet wurden durch Experimente, sondern durch Experimente, die Menschen verändert wurden. Die haben ein, was war das, glaube ich, irgendwas Außerirdisches entdeckt, was je nach Gesinnung der Menschen dazu führt, dass sie übermenschlich stark werden und entweder den Verstand verlieren oder halt einfach nur ja übermenschlich stark werden, aber trotzdem noch bei vollem Verstand sozusagen. Also und ein Marine-Team, die, wie heißen sie? Oh, ich konnte auch mal den Namen von dieser komischen Truppe, aber egal. Die Organisation ist die UAC. Ja, das ist die auf dem Mond, aber diese Truppe, aber die dahin geschickt wird, die hat auch ein Spezialteam, steht hier, ja, bla bla bla, aber die werden... Ist ja egal. Die haben in dem Film auch einen witzigen Namen, irgendeine Abkürzung, glaube ich.
Jedenfalls werden die, sind gerade erst von der Mission zurück, werden dann wieder zurückgeschickt. Der Urlaub, der geplante Urlaub wird abgebrochen, die müssen auf den Mond und da erkunden, was passiert ist, weil ein Wissenschaftler einen Notruf abgeschickt hat. Und dann stellen sie halt fest, dass da ein bisschen was aus dem Ruder geraten ist, weil die rumexperimentiert haben. Und das ist eigentlich weniger Horror als Doom 3, mehr Actionfilm. Und hat halt eine ikonische Szene gegen Ende des Films, wo sie tatsächlich mal auch diese Ego-Perspektive, die die Spiele immer haben, aufgreifen, die ich ganz witzig fand. Ja, der Film ist ja international komplett durchgefallen bei Fans und Kritikern. Ich glaube, wir beide mögen den sehr. Ja. Also ich habe ihn jetzt auch vor kurzem, auch nach etlichen Jahren, wieder geguckt und ich fand ihn immer noch sehr, sehr gut. Ich bin immer so sehr fixiert auf Synchronstimmen. Mein Onkel zum Beispiel, den stört das überhaupt nicht. Aber mich nervt das, wenn die Leute andauernd eine andere Stimme haben. Und er hat tatsächlich da schon seine markante Stimme, die er jetzt heutzutage immer noch hat. Und ich mag den Film durch und durch. Es ist ein schöner Film und mir macht der Spaß. Die First-Person-Perspektiven-Szene, die ist damals schon sehr ikonisch gewesen. Ist durch diesen Film, wie hieß er, Hardcore, glaube ich, ne? Der komplett First Person. Sah so ein bisschen obsolet geworden durch, aber war damals halt ganz cool. Was hier halt schade ist, der Film ist komplett in Europa geschnitten. Einzige ungeschnittene Version, die man noch irgendwie kriegen kann, ist die US-Version. Die gibt es auch als Fan-Version, nenne ich es mal, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, in den deutschen Filmen die zusätzlichen Szenen reinzuschneiden. Das ist ein bisschen schade, weil das dann doch nochmal ein Tick cooler ist und ja, noch mehr Action da ist. Kann man auf jeden Fall machen, aber auch der ist jetzt nicht so krass geschnitten, dass das jetzt sich gar nicht lohnt. Also kann man gucken. Definitiv. Und Letztes Jahr. kurz, wo du, glaube ich, auch bei Synchronstimmen warst, ich glaube, selbst Carl Urban hat da die für ihn bekannte Stimme. Weil der hat ja, Das glaube ich, kann auch gut sein, fast das immer die weiß ich gleiche. nicht. Den mag ich halt auch sehr, den Ja, Schauspieler, muss Carl ich Urban ist unfassbar. Da hoffe ich ja, dass ich den eines Tages auf einer Convention noch treffen kann. sehen. Ja, der steht auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben. Ja, was nicht auf meiner To-Do-Liste ganz weit oben steht und auf deiner wahrscheinlich auch nicht, ist der sozusagen zweite Teil, der letztes Jahr uns erreicht hat. Doom Annihilation in Deutsch, die Vernichtung. Irgendeiner den gesehen? Nein. Nein. Will den irgendjemand sehen? Nein. Ach, ich weiß nicht. Nein. Ich werde ihn wahrscheinlich irgendwann noch mal sehen, einfach um da einen Haken dran zu machen. Ich weiß es nicht. Also, der ist ja so überall schlecht angekommen und auch in meinem Bekanntenkreis haben alle gesagt, guck den nicht. Dass du erst recht neugierig bist. Ja, das auf jeden Fall. Ich muss den einfach sehen. Da steht Doom drauf. Ich muss das einfach mal gesehen haben. Wir kommen später noch zu einem anderen Film, der in der Presse auch durchgefallen ist, der für mich sogar die beste Videospielverfilmung bis heute ist. Für mich persönlich. Da geht meine Meinung auch von ganz vielen auseinander. Aber das erzähle ich dann nochmal. Muss übrigens an dem Titel liegen, weil du im Original heißt er ja Doom Annihilation und es gab von Mortal Kombat auch ein Annihilation, der war auch nicht so toll wie der erste. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Ja, haben wir nicht gesehen. Beim nächsten Film, der ist auch bei Kritikern und Fans sau durchgefallen, ist für mich ein Guilty Pleasure Film. Ich mag den richtig gerne. Ich habe den sogar auf DVD und wenn er irgendwann mal für 5 € mir vor den Augen liegt auf Blu-ray, werde ich ihn auch mitnehmen. Die Rede ist nämlich von Double Dragon oder wie man ihn genannt hat von 1994, da musste man ja noch coole deutsche Untertitel nehmen. Double Dragon, die fünfte Dimension. Habt ihr den gesehen? Nee, aber Double Dragon habe ich, finde ich super geil, habe ich damals erstmal auf mein Sega Master System gezockt. Und ich fand das Spiel unfassbar geil. Und ich habe das Spiel echt geliebt. Würde mich freuen, wenn das mal ja, so ein Remake bekommt oder Es gab so. doch So vor wie kurzem Teil bei. 4. Ah, nee, das war Streets of Rage, Entschuldigung. Das war Streets of Rage, aber Ja. was wollte ich gerade sagen, wenn das auch mal so in die Richtung gehen würde, wenn die Macher von Streets of Rage 4 sich mal einen Double Dragon machen würden. Ist ja auch von Sega, deswegen würde mich das. Aber den Film selber kenne ich nicht. Florian, hast du den gesehen, oder?
Ja, wenn ich sage, dass es ein Guilty Pleasure Film von mir ist, Ach so, jetzt ging vorhin unter. Ja, ich okay, musste schade. mal eben zum Regal rennen und mein Double Dragon 4 für die PS4 rausholen. Es ist ja, Ah. oh, steht's Ach, siehst du, drauf. ich wusste doch, da gab es auch ein neues, siehst du. Ach so, das wusste ich gar nicht. Es steht leider nicht drauf, aus welchem Jahr. Jedenfalls gab es ein Double Dragon 4, ein Ist das kleiner. gut? Es ist halt NES-Look Ach und du Scheiße. ja, es ist halb gut, halb Cash Grab so, ne? Das ist ja eine witzige Sache, weil das ist ja, ich weiß nicht, was sie sich damals dabei gedacht haben. Es gab ja Double Dragon 1, 2, 3 auf dem NES und dann auf dem Super NES kam Double Dragon 5. Was dann kein Beat'em Up mehr war, sondern ein Fighting Game und auch ein richtig schlechtes. Und keiner wusste, warum es kein Double Dragon 4 gab. Und jetzt gibt es eben halt seit ein paar Jahren Double Dragon 4 in 16 zu 9 mit NES-Grafik. Es eigentlich macht mir genauso viel Spaß wie die NES-Spiele. Die richtigen Hardcore-Fans haben gesagt, es ist nicht so gut wie die NES-Spiele. Ich habe es mal in der Game Bar gespielt mit meinen Kumpels und war okay, kann man machen. Also Okay. kann man machen, wenn man drauf Bock hat. Auf jeden Fall der Film. Basiert so lose daraus, es geht um ein Amulett, um Billy und Jimmy. Ich bin so Angry Video Game Nerd geschädigt. Ich will immer Bimmy und Jimmy sagen. Wer das noch geguckt hat und kennt, der weiß, was ich meine. Und ja, da geht es eben halt um die beiden Brüder und um dieses Amulett. Und ja, da wird dann ganz viel drum gekämpft und sehr viel Action gemacht. Ist ein schöner Film, relativ früh. Ist nicht die erste Videospielverfilmung, da kommen wir relativ spät in dieser Folge zu, zur ersten Videospielverfilmung, aber 2 Jahre nach der ersten Videospielverfilmung. Vorhin Ich haben wir mag. da, ach so, Ja? wir haben da Robert Patrick, den man dann auch irgendwann mal als Terminator 2 sehen durfte, als T-1000. Man hat Alyssa Milano in den besten Jahren. Und Mark Dacascos, wer so ein bisschen Martial Arts mag, der dürfte den auch kennen. Saugeiler Oder die Typ. Crow-Serie, glaube ich, hat er nicht auch. Also mit der war, glaube ich, ganz gut gecastet. Der konnte wahrscheinlich zu dem in dem Alter schon ein bisschen was, Oder wenn kampftechnisch. ihr einfach John Wick mögt, wo er Ja, auch mitspielt. da ist aber schon alt. Also den habe ich ja auf der Comic-Con letztes Jahr gesehen. Und das ist immer so, so verwirrend, dass er einfach Deutsch sprechen kann. Mit dem Okay. kannst du dich ganz normal auf Deutsch unterhalten. Und das ist schon eine coole Socke, ey, muss man schon sagen. Joa. Also die Filme mochte ich sehr. Bis heute. Aber ist echt cheesy. Ist so auf einer Ebene mit He-Man und Co. So vom Cheesy-Faktor. Also richtig geiler Film. Ich mag den nicht. Wie gesagt, Guilty Pleasure bei mir. Ich mag He-Man auch, aber das darfst du heute auch nicht mehr sagen. Es war Ah, halt, früher hat nächstes. man halt nichts. Leute, wenn die Folge kommt hier, dann ist, ich glaube, 4 Tage danach, ich glaube am 5.9. ist Schläferz He-Man, ist Pflichttermin für alle Der Gamer. läuft bei Schläfert, was soll das denn? Ey, das wird grandios. Das ist Gut, kein schlechtester Film aller. Nee, jetzt bin ich deprimiert. Tschüss. kommen wir zu einer westlichen Rollenspielserie. Dragon Age. Die wird's. Spiele habe ich nie gespielt. Ich weiß zum Beispiel, mein Onkel, der liebt die Spiele über alles und würde sich wahrscheinlich auch den Film angucken. Es gibt eine Webserie, auch hier Realfilm, nicht im deutschen Raum rausgekommen. Und einen Direct-to-Video-Animationsfilm, eine OVA, Dragon Age, Dawn of the Seeker. Habt ihr den geguckt? Nee, ich habe auch genau wie Ich wusste Kevin bis eben auch der nicht, dass es Levi. was gibt. Ja, nee, Kevin, hast du Dragon Age mal gezockt irgendwann? Ja, und mich irritiert immer noch gerade, deswegen war ich so ein bisschen abgelenkt. Dass es, wie gesagt, Dragon Age Redemption, so eine Realfilm-Webserie gab, aber nicht im deutschen Raum. Ich weiß jetzt nicht, das Original, weil das ist ja keine asiatische Produktion, das Spiel, wie Florian schon sagt, westliche, ja gut, Vereinigte Staaten. Das könnte man sich noch geben, also Englisch, nicht Japanisch. Mich nur ein bisschen irritiert. Ich habe Dragon Age, wie hieß denn das letzte? Das letzte. Auf jeden Fall, das Na, habe ich mal, hatte ich eine Weile. Es hat irgendwie so einen Beinamen wieder. Inquisition. Genau, da hatte ich nicht sehr weit, aber da habe ich mal reingespielt und ich glaube, ich hatte es auch mal versucht vor langer, langer Zeit mit
Dragon Age Origins. Aber die Erinnerung, zumindest an die Originalteile, da ist sehr schwammig. Und Inquisition war einfach, ja, war ein Rollenspiel. War, habe ich von PlayStation 4 angefangen, dadurch war es wahrscheinlich schon ein bisschen den Tod geweiht. Okay. Also ist die, halt Rollenspiel. Die Fans, die verachten ja den, in Anführungsstrichen verachten ja den zweiten Teil gameplay-technisch, weil das so viel anders gemacht hat und der dritte Gegner wieder bergauf. Ich drücke da auf jeden Fall den Fans die Daumen, dass da mal ein vierter Teil kommt. Ist er nicht in Mache? Ich glaube ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Kommen wir zu Uwe Boll? Oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, das nächste Spiel habe ich zumindest den ersten Teil, auch wenn die Erinnerung schwammig ist, aber das habe ich früher sehr ausgiebig gespielt, den ersten Teil. Ich auch. Also wir kommen wieder zu Uwe Boll, auch wieder zu einer Trilogie. Und da habe ich schon im Vorgespräch gespoilert, was er in Interviews nach dem ersten Teil gesagt hat. Das war nämlich auch mein, in Anführungsstrichen, Bruch mit Uwe Boll. Er hat nämlich Dungeon Siege verfilmt, versucht zu verfilmen. Wo die ersten beiden Teile der Spiele sehr gut waren, sehr beliebt. Der dritte Teil, glaube ich, jetzt erst, nachdem sie da noch irgendwie ein Add-on so reingeklatscht haben, soweit ich weiß. Und der Film, ja, wie gesagt, ich wusste bis vor der Aufnahme nicht, dass es drei davon gibt. Und ich muss auch gestehen, dass ich, das muss an der Erinnerung, an der mangelnden Erinnerung ans Spiel gelegen haben. Ich habe Schwerter des Königs, wie er im Deutschen heißt, Dungeon Siege, mit Jason Statham kein Stück mit dem Spiel in Verbindung gebracht. Ich habe zwar vielleicht gelesen, dass da steht Dungeon Siege, aber ich habe das in keinerlei Verbindung zu dem Spiel gebracht. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mich an die Geschichte von dem Spiel nicht mehr erinnere, weil das Original Dungeon Siege ist inzwischen, ja, auch schon von 2002, das ist auch schon ein paar Jährchen alt, da kann die Erinnerung auch mal nachlassen. Aber der Florian hat Erinnerung an den Film zumindest. Ich habe den ersten Teil damals auch sehr ausgiebig gespielt, danach keinen Teil mehr. Bin aufgrund des Namens Uwe Bolls nicht ins Kino gegangen. Damals habe aber gesagt, das kann doch nicht angehen. 2007 war so eine Zeit, wo ich sehr auf Jason Statham abfuhr. Ich mag ihn ja bis heute sehr gerne, aber da so besonders. Und ja, das war eben halt, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Auch hier, wir haben hier Leute wie Jason Statham, wir haben Leute wie Ray Liotta, wir haben Leute wie Burt Reynolds, Ron Perlman dabei. Und es ist wieder einfach nur skurril. Keiner weiß, warum das so zustande gebracht ist. Echt schlimmer Film, mag ich überhaupt nicht. Habe ich mir jetzt auch nicht nochmal angeguckt, das kann ich mir einfach nicht antun. Und wurde dann getoppt dadurch, das hatte ich dann schon im Vorgespräch erzählt, durch ein Interview, was er dann danach gegeben hat, als der Film dann raus war, wo er gesagt hat, dass Hollywood-Schauspieler einfach nur geldgeil sind und man tendenziell jeden Schauspieler für seinen Film kriegt, wenn man den mit einem Scheck vor der Nase rumwedelt, weil da ging es darum, dass jemand wie Uwe Boll an jemanden wie Jason Statham kommen kann. Und das und viele weitere Aussagen von Uwe Boll, die ihn sehr zum sympathischsten Mensch dieser Welt machen, führten dann eben halt dazu, dass ich um die Zeit rum 2007 gesagt habe, ne, brauche ich nicht. Wo der Mann draufsteht, das tue ich mir nicht an. Ja, Teil 2 und... Achso, ja. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut, ich wollte nicht... Teil 2 und 3 habe ich demnach nie gesehen, brauche ich auch nicht. Hat nicht mal einen eigenen Wikipedia-Artikel. Schade drum, können wir euch jetzt nicht sagen, wer da mitgespielt hat. Ist aber auch scheißegal. Dafür kommen wir jetzt ja zu einer Perle. Mir fehlen die Worte. Ich wollte eine ganz tolle Überleitung bringen zu dem nächsten großartigen Film. Großartigen Schauspieler. Wir bleiben bei Uwe Boll, musst du erstmal sagen. Ja, ich wollte ja nicht gleich nicht gleich alle verschrecken, ne? Wir bleiben bei Uwe Boll, aber es wird noch schlimmer. Denn wir kommen zu Til Schweiger. Den ich mag. Als Schauspieler mag. Den magst du als Schauspieler? Ja, finde ich super. Meinst du das jetzt ernst? Ja, ich hoffe, der kommt irgendwann mal zu einer Convention. Olli, wir brauchen einen neuen für einen Podcast, aber erst nach der Aufnahme. Alter, alleine in Inglourious Basterds, was er für eine geile Rolle da gespielt hat. Das ist der einzige Film, den du jedes Mal bringst, wo denn noch... Hä? Knocking on Heaven's Door, geiler Film. Oh ja, mein Gott, der ist auch schon 30 Jahre alt. Wo noch? Alter, Mann, wie heißt der? Eisbär oder wie der heißt? Was, Eisbär?
Ist ja auch egal. Ey, der hat gute Filme, der Mann ist gut. Ja, aber Far Cry gehört nicht dazu, aber das liegt nicht, vielleicht ja nicht mal unbedingt an ihm. Warte, nee, warte, pass auf. Gut, ja. Das Ding ist eben halt diese ganzen Schnulzen, die er gedreht hat in den letzten Jahren, das ist halt überhaupt nicht so mein Ding. Deswegen habe ich die alle nicht gesehen, diese hier 5-Ohr-Küken und keine Ahnung, aber ich meine Knocking on Heaven's Door. Drei Loch-Ärsche cool. Und wie die alle heißen. Der Eisbär ist cool, Manta Manta fand ich mega. Der Werbespot ist super, wo gegen die Laterne läuft. Bang, Boom, Bang, finde ich geil. Man darf nicht vergessen, er hat auch bei einer anderen Videospielverfilmung mitgespielt, da reden wir später noch drüber. Ach ja, ja. Auch ein Herzthema von Kevin und von mir. Er hat in Traumschiff Surprise mitgespielt, fand ich mega, da war auch seine Rolle super. Ja, ist gut, es geht nicht um, jetzt, ja, aus, Sitz, Platz. Ja, komm, sonst... Ey, sorry, ich mag ihn. Ich finde, das ist ein guter Schauspieler. Ja, okay. Ist okay. Jedem das Seine. Nur sein sozialen Medienauftritt, sein Auftreten in den sozialen Medien und generell als Person privater Natur sind etwas fragwürdig, aber ansonsten... Ist also ein bisschen so der deutsche Tom Cruise, ja? Nee, nein, das ist ein ganz mieser Tom Cruise, ist einfach ist ja auch grandios. Wir reden jedenfalls von einer Crytek-Verfilmung. Ja, ein großartiges Spiel, wie Crysis später auch, Maßstäbe gesetzt und Leute in Erstaunen verbracht. Wobei selbst das Spiel ja schon für mich zu einer gewissen Zeit, also sie sind gestrandet auf einer Insel, es gehen sehr merkwürdige Dinge vor sich, wir rennen in einem Hawaii-Hemd völlig unauffällig durchs Gebüsch und schießen Leute über den Haufen. Und irgendwann macht das Spiel eine Wendung, wo ich das Spiel abgebrochen habe. Ich auch. Exakt an der Stelle. Also, wir sagen aber so, die Gegner ändern sich so. Da habe ich das nie weitergespielt. So, das kommt, glaube ich, zum Glück im Film nicht vor. Aber ich hab an dem Film keine wirkliche Erinnerung. Ich weiß nur, der war echt nicht gut. Wir reden übrigens über Far Cry, für den, der es immer noch nicht weiß, weil wir es noch nicht genannt haben. Das Spiel ist von 2005 oder so, man kann es ruhig sagen. Irgendwann ändert sich die Marschrichtung. Aus heutiger Sicht nenne ich es, sie machen den Uncharted-Move, den ich damals schon bei Uncharted 1 nicht verstanden habe, wo du kämpfst das ganze Spiel gegen Menschen, auf einmal kommen da Mutanten und Monster. Fand ich dumm, mochte ich nicht, habe ich dann nicht weitergespielt. Ja, eigentlich ein dummer Grund, weil es ist glaube ich, dann schon relativ weit im Spiel. Also ich glaube, sehr viel mehr kommt dann nicht mehr. Und war bei uns ein riesengroßer LAN-Party-Hit, haben wir sehr viel auf LAN-Partys gespielt. Und generell eine ganz große Tech-Demo, wie dann später Crysis auch. Nicht ganz so extrem, glaube ich, ne, aber egal. Das ist auf Drücke. Ja, ich glaube, Far Cry kriegst du besser zum Laufen als Crysis. Also früher auch nicht. Ich hatte genau wie bei Crysis auch am Anfang mit meinem derzeitigen System so unter 10 Frame mit niedrigsten Einstellungen und so weiter. Muss man ganz viel zu sagen. Wir haben hier Till Schweiger, wir haben Ralf Möller, der später zu einem seiner öfter benutzten Schauspieler, also von Uwe Boll eingesetzten Schauspieler wird. Ja. Das sagt eigentlich schon alles. Ja. Also schade ist, dass Udo Kier ist da auch, der ist ja noch nicht unbedingt so schlecht, aber der hat sich schon wieder ein paar gute Leute geangelt, um einen schlechten Film zu machen. Ich meine, man muss ja mal sagen, so wahrscheinlich rein die Story, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergeht ab einem gewissen Punkt im Spiel, aber bis dahin ist das jetzt dann auch nicht herausragende Erzählkunst. Einsame Insel, böse gegnerische Fraktion, wir rennen durch und schießen alles über den Haufen. Also Uwe Boll nimmt sich auch nicht gerade die literarischen Hochgenüsse, um sie zu verfilmen. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber da müsst ihr da draußen mit leben. Ich meine, dass das der erste Film war, wo man ihn schon Hollywood-Budget verweigert hat. Weil irgendwann hat Hollywood ja geschnallt, dass er ist und seine Filme nicht so das Gelbe vom Ei sind. Und dann hat er da so gefühltes Hollywood-Verbot gekriegt. Hat dann aber angefangen, durch die Boll KG seine Filme selbst zu finanzieren auf kuriose Weise.
Und ich meine, dass Far Cry zumindest einer der ersten war, wenn nicht sogar der erste, das weiß ich nicht. Aber der war auf jeden Fall schon von der Bol KG finanziert. Und dementsprechend ist er auch international sehr gut angekommen, genauso wie bei uns hier. Und einmal gesehen, ich brauche ihn nie wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht tue ich mir das jetzt doch mal an, weil ich die DVD habe und einfach um mich zu vergewissern, dass er echt nicht gut ist. Also Ralf Möller ist das Beste im Film. Das Punkt. ist schon eigentlich schon eine traurige Aussage. Ey, das ist unser Arnold Schwarzenegger, Mann. Unser Ja. Mann in Hollywood. Na Ja, gut. okay, wollen wir weiter zu einer Ja. weiteren Großartigen Videospielserie. Kampfspielserie, mit der ich ein bisschen Berührung hatte, aber nie der große Fan war. Die Rede ist von der Fatal Fury Fighting-Serie, groß auch auf sämtlichen alten Konsolen bis heute eigentlich noch mit vertreten. Spiele sind eigentlich immer von Fans sehr, sehr gut angekommen. Kann man nicht viel zu sagen. Ne? So auf einer Welle mit Street Fighter und Co. haben halt ihr eigenen Charaktere und so weiter und so fort. Und dazu gab es dann mehrere Anime-Filme, die ich alle drei nicht gesehen habe. Ich, vier. Nee, ach, Entschuldigung, das bin ich schon ein zu tief gerutscht. Stimmt, drei. Ja gut, aber das, den Titel nachzuurteilen, ist es ja auch wieder japanisch. Und dann vermutlich, wenn man Glück hat, überhaupt englische Untertitel. Und Direct to Video auch noch. Also. Ja, sind halt OVAs. Ja, keine Ahnung. Olli, willst du noch was dazu sagen? Nein. Gut. Oh Gott, das wird ein großes Fass jetzt. Der große Platzhirsch in meinem Leben, was Videospiele angeht. Ich habe ja ein paar Videospielserien, die mir sehr, sehr wichtig sind. Dazu gehört auch Final Fantasy. Und da ist natürlich dementsprechend dadurch, dass es eine sehr große Videospielserie ist, ist auch richtig viel erschienen, wo im Wikipedia-Eintrag tatsächlich auch das ein oder andere fehlt. Ich fange mal bei euch an. Habt ihr irgendwas gesehen aus dieser Liste? Ich kenne die Mächte in dir und habe mal Advent Children gesehen, das weiß ich. Genau, den habe ich auch gesehen. Advent Children habe ich gesehen, aber das ist schon so lange her, da habe ich. Aber der war ja computeranimiert, meine ich, ne? Oder? Ja. Ja, eigentlich alle. Alle, okay, ja gut. Aber ich fand es damals, der war toll gemacht, aber ich kann mich an die Story überhaupt nicht mehr erinnern. Also. Also, wir haben, es ist schade, dass Sie haben als Originaltitel, wenn es ein japanischer Titel ist, haben Sie hier den japanischen Titel hingeschrieben mit den Symbolen. Das kann ich natürlich nicht lesen. 94 kam etwas raus. Ich kann jetzt so nicht genau sagen, was es war, habe ich wahrscheinlich zu 99% auch nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist Final Fantasy Unlimited. Ist eine kleine Fernsehserie, Zeichentrick, also Anime-Serie. Ist okay, kann man machen, ist das nichts Spektakuläres, muss man nicht gesehen haben. Was man aber schon gesehen haben könnte, war 2001 der riesengroße Versuch, alles auf eine Karte zu setzen und Final Fantasy The Spirits Within in Deutschen die Mächte in dir ins Kino zu bringen. War ein internationaler, riesengroßer Fehlschlag und Flop von Squaresoft damals noch. Mit unter anderem einer der Gründe, warum Squaresoft fast pleite gegangen ist und dann mit Enix fusioniert ist. Sie haben alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, wir sind so groß. Wir spielen jetzt das Vierfache von unserem Budget ein, haben zu der Zeit einen extrem aufwendigen und beeindruckenden CGI-Film gemacht. Also für die Verhältnisse, da muss man sich dann mal andere Filme aus der Zeit angucken. Das ist schon seiner Zeit extrem voraus gewesen. Als Film, ich fand ihn ganz gut. Mir machte der Spaß. Ich kann ihn auch heute noch ganz gut gucken. Ja, Ich habe auch tatsächlich dann alle paar Jährchen mal Bock darauf, den zu gucken. der lief gerade vor kurzem sogar im Fernsehen und es ist wieder so, wie du schon sagst, also, als ich den gesehen habe 2001, war ich echt erschrocken, weil für 2001 die Animation, wenn du mal so ein bisschen so mit halbschläfrigem Auge hinguckst und nicht so auf die Haare achtest, dann denkst du, ist das jetzt echt, ist das nicht echt? Gut, wenn du jetzt heutzutage, wie gesagt, fast 20 Jahre danach guckst,
sieht man dem ein bisschen das Alter an, aber trotzdem dafür, dass er fast 20 Jahre alt ist und computeranimiert. Also Respekt. Also ich glaube, der hat damals schon richtig gut Kohle geschluckt, weil das ist ja auch so ein Grund, weswegen World of Warcraft, wo wir später noch kommen, auch nicht komplett, warum Blizzard nie einen voll animierten Film gemacht hat, weil Animation extrem viel Zeit kosten und Geld. Dass tatsächlich Realverfilmungen mit ein bisschen digitaler Überarbeitung günstiger sind als sowas wie Die Mächte in dir oder Spirits Within. Was ich aber fand, ist, als jemand, der nicht so viele Final Fantasy gespielt hat, es wirkte für mich nicht so wirklich wie so eine Final Fantasy Geschichte. Das ist die größte Kritik von Fans gewesen, dass es eben halt keine Final Fantasy Geschichte hat und auch keine, nicht viele Anspielungen. Also es gibt ein paar Anspielungen auf Final Fantasy Charaktere, zum Beispiel, dass es dort einen Dr. Cid gibt. Aber im Großen und Ganzen ist es eben halt relativ mainstreamig. Also man hat einfach einen Fantasy-Film gemacht, der aber mit Final Fantasy so an sich nicht viel zu tun hat. Ne? Ich habe das mal eben aufgerufen, und nur um mal für die Leute da draußen eine Zahlenordnung zu haben. Der Film hat inklusive Werbung 160 Millionen US-Dollar gekostet. In 2001. In 2001 und hat gerade mal 85 Millionen eingespielt. So, oh. Das ist übelst krasse Fehlplanung von Squaresoft gewesen damals. Oh, und darf ich mal eben nochmal reinschmeißen, wo wir gerade bei Budget sind? Ich sehe die englischen Originalstimmen. Alec Baldwin, Donald Sutherland, Ving Rhames. Die werden auch ein bisschen Geld gekostet haben. Ving Rhames ist doch geil. Steve Buscemi, Alter, ich liebe den. Ja. Ist ein schöner Film, kann man machen. Was nicht für jedermann ist, ist Final Fantasy VII Advent Children. Ich habe damals, war ich so begeistert von diesem Film, dass ich damit zu meinem Onkel gegangen bin und gesagt habe, ey, den gucken wir jetzt zusammen an. Der hat den Film geguckt und hat nach Ende des Films gesagt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt los war. Der Film gibt mir gar nichts. Olli, hattest du Final Fantasy VII durchgespielt? Nein, nee, ja. Also ich, das Original, also das ganze alte Ding kenne ich ja gar nicht. Und jetzt das Remake, das habe ich ja hier stehen. Ich habe die Demo euch gezockt und da war ich so begeistert von, dass ich mir ja auch das Spiel gekauft habe. Steht ja aber noch rum, weil ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen, die ich noch spielen wollte. Vielleicht warte ich auch auf noch auf die Xbox One Version, wenn es die denn Retail gibt. Dann würde ich es da eher spielen. Wenn nicht, dann zocke ich es auf der PlayStation 4, das wäre dann auch egal. Aber das Remake würde ja auch nicht helfen, oder? Weil ich gerade gelesen habe, setzt die Story von Final Fantasy VII fort und das Remake ist ja noch gar nicht beendet. Genau. Achso, okay. Also das spielt ja auch keine Rolle. Ich ziele eigentlich auf meine Frage raus, wie ging es dir denn mit dem Film, Olli, als du Advent Children gesehen hast? Ey, ehrlich, ich habe den wirklich gesehen und ich weiß, dass ich habe null Erinnerung mehr dran. Ich weiß aber, dass ich ihn echt gut fand. Also überraschend gut, weil ich ja auch kein Japano-Fan bin, so gar nichts damit zu tun habe mit Final Fantasy sowieso nicht. Und als ich den gesehen habe, dachte ich, erstmal ist der technisch sauber, richtig gut, hochwertig gemacht, fand, also damals zumindest, das ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Und ich fand auch selbst die Story, die konnte ich als Nicht-Fan, oder was heißt, also ich habe mit der Serie ja nichts zu tun, konnte ich relativ gut nachvollziehen. Und ja, ich fand ihn gut damals, oder vielleicht sogar sehr gut. Aber ich kann jetzt nichts mehr dazu sagen, weil es einfach schon zu lange her ist. Okay. Ja, also das Ding ist eben halt so, natürlich kann man ihn so auch gucken, da kommen wir noch ein paar Mal in diesem Podcast dazu. Das ist wieder so ein Beispiel für etwas, wenn man die Materie nicht kennt, dann wird man sehr erschlagen. Du kriegst innerhalb der ersten 10 Minuten sämtliche Charaktere vor die Nase geballert, hast keine Ahnung, wer die sind, und dann geht die Action schon los. Und das kann den einen oder anderen ein bisschen zu viel sein, zum Beispiel wie bei meinem Onkel, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was hier los war und worum es überhaupt ging. Der setzt die Story nach Final Fantasy VII fort. Es gab damals diese Jubiläumsgeschichte, wo das eben halt zugehörte. Ich suche gerade, wie es hieß. Wie haben die das denn damals genannt? Das war so eine Zeit, wo sie eben halt verschiedene Dinge im Final Fantasy Universum konzipiert haben. Dazu gehörte ein weiteres Spiel, Compilation of Final Fantasy VII hieß das, genau. Und das ist
2003 gestartet und dann eben halt über folgende Jahre dann fortgesetzt worden. Dazu gehörten dann mehrere Dinge im Final Fantasy VII Universum, unter anderem eben halt Advent Children, der die Story fortsetzt, aber zum Beispiel auch eine Anime-Serie, eine kurze, die dann eben halt dort gedreht wurde, die ich gesehen habe, die auch sehr cool ist. Das ist nicht eine Serie, das ist eine OVA, Last Order heißt das Ganze. Ist eigentlich ganz cool und beschäftigt sich dort mit Nibelheim. Die, die das Spiel gespielt haben, wissen, wovon ich rede. Dann gehörte noch der Third-Person-Shooter Dirge of Cerberus dazu und Crisis Core, die das Prequel von Final Fantasy VII für die PSP und so weiter. Ja, Dirge of Cerberus war ein Third-Person-Shooter? mit Vincent. War das nicht eher, das habe ich gar nicht als Shooter in Erinnerung. Ich habe das ein Weilchen gespielt, aber habe ich nicht als Shooter in Erinnerung so richtig. Ist es aber. Irgendwie so eher Third-Person-Action-Adventure. Du Aber bist gut, nur am lange, Ballern. lange her. Du bist nur am Ballern. Ist ein Third-Person-Shooter. Okay. Advent Children ist für Fans auf jeden Fall ohne Zweifel erhaben ein richtig genialer Film. Für die, die eben halt das Spiel nicht gespielt haben, kann er gut sein, kann aber auch eben halt nach hinten losgehen. Kevin, du sagtest, du hast ihn auch geguckt, ne? Ja, aber ist ein Weilchen her. Hast du ihn, was sagt deine Erinnerung, positiv oder negativ? Ich glaube, positiv unterhaltsam. Ob ich die Geschichte verstanden habe, kann ich ja nicht so beurteilen. Aber ich war eher so ein Fall wieder von oh, coole Animationen und ist Final Fantasy ist ein Videospiel, das guckt man dann halt. Aber ich kenne. 2005? Ja, Entschuldigung. Ja, aber von der Story, die würde ich nicht mehr zusammenkriegen. So. 2005 und 2009 folgten noch zwei OVAs, die in Deutschland nicht offiziell erschienen sind. Habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Bei mir ging es dann erst wieder los mit Kingsley Final Fantasy 15, weil dort sie ja dieses kuriose Final Fantasy 15 Projekt angegangen sind, wo man die Story erst wirklich richtig versteht, wenn man vorweg den Film geguckt hat. Was auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, wenn man ein Spiel promoten möchte. Dementsprechend habe ich mir, bevor ich Final Fantasy 15 angefangen habe, den Film angeguckt, um zu wissen, warum das Spiel überhaupt da startet, wo es startet. Im Spiel selber hast du ja Ausschnitte aus dem Film innerhalb von 2, 3 Minuten da präsentiert bekommen, aber der Film war ganz gut, hat mir sehr gut gefallen als Einleitung. Ich habe mich aber während des ganzen Films gefragt, warum haben sie nicht einfach als Kurzversion, also vielleicht auch ruhig ein 10-Minuten-Intro, das mal eben vorweg erzählt, weil so krass viel Story ist da halt nicht, dass man da extra einen Film für drehen muss. Also die Story kannst du auf einer halben DIN A4-Seite schreiben. Und war aber gut inszeniert, war ganz geil gemacht. Olli, hast du den gesehen? Nee, habe Okay. ich nicht gesehen. Dann gab Nee. es begleitend zu Final Fantasy 15, ist hier nicht mit aufgeführt, die Anime-Serie, dessen Titel ich leider gerade vergessen habe, ist ja auch egal, wurde die Hintergrundgeschichte für die Mitstreiter im Spiel kennenlernst, was ich auch mega dumm finde, weil auch das hätte man mit ins Spiel packen können. Ich weiß es nicht. Sie wollten wahrscheinlich so eine interaktive, so ein kleines Universum erschaffen, wo man sich über mehrere Formate informieren kann. Ja, weiß ich nicht. Hätte ich cooler gefunden, wenn sie es einfach in Rückblenden eingebaut hätten. Die Serie auch tatsächlich, ist sie deutsch synchronisiert? Ich meine auch deutsch synchronisiert, ich bin mir jetzt unsicher. Auf jeden Fall deutsch untertitelt und auch erhältlich. Ist sehr lohnenswert, mochte ich sehr. Gut. Wollt ihr noch was zu Final Fantasy hinzufügen? Ich wollte nur gefragt haben, 15 war doch jetzt der letzte mit diesem König, der Genau. eigentlich zu seiner Hochzeit unterwegs war? Nee. Oder wieso? Ich Nein, weiß gar nicht. also er ist, das ist der Prinz so, und in Prinz, Kingsglaive Entschuldigung, siehst du ja. halt eben, dass sein Vater da gestürzt wird und ermordet wird und er flüchtet quasi und ja, muss dann zu seiner Angebeteten. Ah, also dieser Boyband-Roadtrip. Genau. Wollte ich immer mal, Jo. habe ich mir mal gekauft, im PC habe ich irgendwie nie rein oder nicht lange reingespielt, weil ich glaube, ich irgendwann mal nachts falsch abgebogen bin und voll aufs Maul gekriegt habe. Aber egal. Jetzt sollten wir zu einer Videospielreihe kommen und eventuell auch zu Filmen, wo der gute Olli endlich mal, hoffe ich doch, seinen Senf zu abgeben Jawohl. kann. Nämlich Halo. Ja, habe ich gar keine Ahnung von. Was? Ne, ich bin doch kein Halo-Fan, das habe ich schon so oft Ach, gesagt. du Nur weil bist ich Xbox. hier. Ja, ich bin auch kein Xbox-Fan. Ich mag die Xbox,
Aber was hat Und es ich mag aber denn? auch die PlayStation gerne, ey. Ne? Aber Xbox Olli ist tot. du hast doch den Master Chief auf dem linken Arm tätowiert. Erzähl doch nichts. Nein. Der war das der amputierte Arm von ihm, der linke, ja, ne? Ja, genau. Nein, ich habe nichts gegen Halo. Ich habe sogar ein paar Sachen mal angespielt, aber ich komme da überhaupt nicht rein in die Story. Ich habe, hier werden jetzt ja drei Filme gezeigt, ne? Einen habe ich mal so reingeguckt. Ich meine, es war, ich habe sogar vorher im Internet gelesen, mit welchen Filmen man anfangen sollte. Es gibt ja nur einen Realfilm, meine ich. Ja, hier steht's ja auch. Und ich habe dann auch mit dem Film angefangen. Ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Mit dem sollte man beginnen, irgendwie, um halt in die Story reinzukommen. Und da, selbst da, ich finde den Film stinkenlangweilig. Und ja, stimmt, den Realfilm, da habe ich auch reingeguckt. Oder habe den sogar zu Ende geguckt. Ich fand den auch beschissen irgendwie. Ich fand alles beschissen von Halo. Ganz ehrlich, sorry, aber ich mag die Serie jetzt nicht. Also zum Zocken finde ich sie durchschnittlich okay. Nicht scheiße. Aber auch nicht so geil wie manch anderer. Bin mit der Serie aber auch nie groß geworden, das fehlt mir wahrscheinlich da auch. Aber wie gesagt, die Filme, ich habe einen Animationsfilm gesehen und den Realfilm, die habe ich beide gesehen, das fällt mir gerade wieder ein. Und ich kann keinen davon empfehlen, das ist total tödlich langweilig. Und auch bei den Realfilmen habe ich mir noch gedacht, irgendwie, da haben sie so ein Geschiss von gemacht und der wirkte auch total billig irgendwie. Also, na gut, ist kein Kinofilm, ne? Aber da sieht man auch, dass kein Budget dahinter ist irgendwie. Es wird ja. Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist irgendwie, aber es soll ja ein Halo-Kinofilm kommen. Oder zumindest eine hochwertige Serie, eine Miniserie. Das ist doch schon gefühlt seit Ankündigung der Xbox One dann. Ja, es ist richtig, aber die sind wohl recht weit jetzt schon. Aber wie gesagt, mit Halo habe ich da nichts am Hut. Und die Filme, die ich gesehen habe, da kann ich auch nicht empfehlen. Ich Gut. habe Halo 1 und 2 damals durchgespielt, fand die sehr genial. Danach aber nie wieder 1 gespielt, dadurch, dass ich nie eine Xbox 360 und Co. hatte. Ich habe Halo Legends, den allerersten Animationsfilm habe ich gesehen, den fand ich ganz cool. Danach aber nichts mehr. Gut, so, dann komme ich ergänzend mit, ich habe Halo 4 Forward into Dawn geguckt und ich musste eben nochmal durchlesen, auch Halo Nightfall, ich musste nur gerade mal gucken, was was ist. Forward into Dawn ist ja, man beobachtet quasi Rekruten auf dem Weg ihrer Ausbildung selber zum Spartan. Und Spartan sind ja diese Soldaten in dem Universum, die sie da irgendwie mit auch irgendwelchen Mitteln, glaube ich, künstlich aufpimpen, das verträgt wohl auch nicht jeder von denen, damit sie dann halt so stark und kräftig werden. Und dann wird diese Akademie wird überrannt und ganz zum Schluss taucht einmal der Master Chief auf. Das ist grob zusammengerissen, damit ich auch nicht zu viel erzähle für Menschen, die es vielleicht noch gucken wollen. Und Halo Nightfall hat, glaube ich, mit dem Master Chief an sich gar nichts zu tun, ist dafür aber gar nicht mal schlecht. Ich denke, was hab ich, steht hier nämlich zeitlich vor Halo 5, und Halo 5 ist ja schon, soweit ich gelesen habe, sehr wenig Master Chief thematisch. Da geht es denn hier um Agent Jameson Locke, ich weiß aber nicht, wie man den ausspricht. Locke der Boss. Und bla, Alien-Rasse, ich weiß nicht, also irgendwie ist das, ich erinnere mich dunkel bei dem Film, also da erinnere ich mich, der ist länger her als Forward into Dawn, dass er auf irgendeinem fremden Planeten und dann hier und da mal gegen, also ich glaube, ich habe ihn nicht schlecht in Erinnerung. Aber die Story kriege ich da nicht mehr zusammen. Und Halo im Forward into Dawn fand ich jetzt so prinzipiell auch nicht schlecht. Ist vielleicht etwas langatmig und ein bisschen wenig actionreich und zu wenig Master Chief. Auch wenn ich nicht so den riesen Bezug zur Videospielserie habe, ist der halt für mich so das Ding da, ne? Der Übermensch im wahrsten Sinne des Wortes, und da hätte ich mehr von erhofft. Und Legends habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen, oder habe ich mal irgendwie angefangen, aber irgendwie wird da ganz viel Kram von vor, weiß ich nicht wann, erzählt, und da bin ich dann irgendwie ausgestiegen. Also da würde ich mir tatsächlich mal einen richtigen Film wünschen, einfach mal so mit irgendeinem Schauspieler, der wirklich den Master Chief spielt, und dann gib ihm. Cute. Ja, wollt ihr noch was zu Halo sagen? Also ich nicht. Nö. Ich auch nicht. Heavenly Sword war ein Spiel für die PS3. Großes Fragezeichen, meine ich. Habe ich leider Ja, nie ja. gespielt. Das Cover habe ich so im Kopf. Ja,
habe ich leider, wie gesagt, nicht gespielt. Den Anime dazu habe ich dementsprechend auch nicht geguckt. Habt ihr den Anime geguckt? Nein. Nee, ich kenne weder das Spiel noch den Film. Ich habe mir das Spiel mal extra gekauft, weil es, glaube ich, sogar in der PlayStation 3-Ära noch ein ziemlich gutes sein soll oder gewesen sein soll, wie man das betiteln möchte. Aber ja, wie das so ist, wenn man sich bei vielen wohl ist, wenn man sich PlayStation 3-Spiele nachkauft, wenn man schon die PlayStation 4 hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich spielen würde, wäre größer, wenn ich es einfach in die 4 reinlegen könnte. Das stimmt, ja, geht mir eh nicht. Es ist leider das leidige Thema von Sony. Okay. Hui, großes Franchise, großes Fass dementsprechend. Hitman hat zwei Kinofilme bekommen, zwei Versuche, 2007 und 2015. Ich habe den Film den habe ich 2007 habe ich den geguckt. Den Hitman, jeder stirbt alleine, wie er in Deutschland heißt, im Original nur Hitman. Habt ihr den gesehen? Ich habe beide gesehen. Ich habe den 2015er gesehen. Also ich fand den 2007er Film, ich habe nicht so viele Berührungen mit der Spielereihe. Ich finde sie immer interessant, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass ich groß einen Teil gespielt habe. Das ist total kurios eigentlich. Den Film mochte ich eigentlich ganz gerne, den fand ich gut. Da ist wieder so ein typisches Beispiel, wo ich den besser fand als die Kritiker. Also ich mag die Spielserie ja sehr gerne, aber den ich ja gesehen habe von 2015, den Film, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie der war, so, aber ich fand, also ich kriege die Story nicht mehr zusammen, aber ich weiß nur, dass ich den richtig scheiße fand. Und ein Deutscher spielte mit, aber ich weiß nicht, hier dieser, wie heißt er? Kretschmann oder so? Kretschmann? Thomas? Kretschmann, ja, genau. Der spielte da mit. Daran kann ich mich nur erinnern. Jürgen Prochnow spielt auch mit. Okay. Ja, das weiß ich nicht mehr. Aber ich fand ihn echt ziemlich schlecht. Also richtig schlecht. Und ja, schade eigentlich, weil wie gesagt, die Serie mag ich sehr gerne, die Spielserie, aber naja. Also, der erste Film, da haben wir Timothy Olyphant als Agent 47. Den habe ich auch gesehen. Den habe Den ich auch gesehen. Rest des Lineups kann ich jetzt. Ich weiß, dass ich das Gesicht von dem Officer kannte. Ist auch egal. Fand ich filmisch ganz cool. Also ich Stopp mal mochte die. kurz, Robert Nepper spielt mit, ziemlich bekannter Schauspieler aus Prison Break und Heroes damals. Ach so, Den ja, wissen stimmt. Das wir. Gesicht, das ist ein Mensch, wo ich den Namen nicht kenne, aber das Gesicht. Jedenfalls, also den Film mochte ich. Das ist aber halt so ein Film, wo man wusste, das kann man nicht so verfilmen, wie die Spiele sind, weil niemand geht ins Kino 1,5 Stunden, um jemanden beim Schleichen, die dauernd beim dazu zu gucken, wie er durch die Räume schleicht, sich verkleidet und jemanden mit Ja, einer das stimmt. Klaviersäge umbringt. Das heißt, sie mussten da mehr Action mit reinbringen. Und da haben sie das in 2007er meiner Meinung nach immer noch besser gemacht und auch mit so einer witzigen Anspielung, wie er irgendwo auf der Flucht in ein Hotelzimmer reinspringt, irgendwelche Kids ihn sehen, er dreht sich zum Fernseher, aber spielen die natürlich Hitman. So eine kleine Einspielung und auch, dass er so ein bisschen vorbereitet war auf der Flucht, schon irgendwo Sachen versteckt hat und so, das fand ich definitiv besser als den 2015er, wobei ich bei 2007 gar nicht mehr genau weiß. Ich glaube, er soll jemanden erledigen und bei dem Versuch, sein Ziel zu erledigen, wird das von jemand anders erschossen. Ihm wird es aber angehängt und deswegen wird er gejagt. So, das ist, glaube ich, grob der erste. Und 2015 mochte ich erstmal den Schauspieler nicht, der war mir irgendwie unsympathisch. Dann ist er ja irgendwie schon so ein bisschen genetisch manipulierter Übermensch und dann gibt es aber auch noch eine Frau, die er sucht, wo sich rausstellt, die ist auch so jemand und irgendeine komische Organisation im Hintergrund und ach, keine Ahnung, den 2015er mochte ich auch nicht wirklich. Also wenn ich jetzt die Wahl hätte, nochmal einen zu gucken, wäre es definitiv der Jeder stirbt alleine. Ja, und Spiele habe ich so zwei, drei gerne und lange gespielt. Absolution habe ich durch und mit den neuen, die sind tatsächlich wieder ein bisschen mehr Richtung den alten. Die sind recht knackig und hatten sehr viele Möglichkeiten, da bin ich noch ein bisschen zu blöd zu oder inzwischen zu blöd zu. Aber tendenziell habe ich immer einen Platz im Herzen für Hitman und würden sie noch mal einen Film machen, der eher so sich an den ersten angelehnt ist, würde ich vielleicht auch noch mal gucken. Also,
Ich finde, den ersten kann man sich gucken, kann man gucken, den zweiten muss man nicht. Mein Senf dazu. Gut. Jawohl. Kommen wir zu Uwe Boll und zu dem offiziell schlechtesten und schlimmsten Film, den ich in meinem kompletten Leben bisher gesehen habe. Da möchte ich mal vorweg, bevor du anfängst, sagen, House of the Dead, was soll man da einen Film draus machen? Ja, es war noch in Uwe Bolls Superkarriere an Meisterwerken sehr, sehr früh. Das ist nämlich 2003 gewesen. Und irgendwie hat er sich gedacht, was kann man denn alles mal verfilmen an Lizenzen? Ja, wir nehmen nochmal einen Lightgun-Shooter. Das doch bietet das meiste Material. Und boah, Mann, der Film ist so schlecht. Das ist unfassbar. Es ist ein amerikanisch-kanadisch-deutscher koproduzierter Horrorfilm. In Anführungsstrichen Horrorfilm. Eigentlich war für mich der Horror nur der Film selber, aber nicht... Oh Mann, der Film ist so kacke. Ehrlich, guckt ihn euch niemals an. Der ist einfach schon scheiße. Wieder Jürgen Prochnow, ich werde nicht mehr. Und das Allerschlimmste am komplettesten, der hat einfach eine Fortsetzung gekriegt. Das habe ich vorhin erst gesehen. Ey, keine Ahnung, was mit den Leuten los ist. Ja, House of the Dead 2 kam dann 2005. Mega toller Film. Nicht, keine Ahnung. Den zweiten Teil habe ich natürlich nie gesehen. Und es schmerzt mir in der Seele zu sehen, dass im zweiten Teil Sid Haig mitgespielt hat, wie auch immer man seinen Nachnamen ausspricht. Ja, rest in peace, der gute Mann, toller Mensch. Schade, schade. Gut, müssen wir nicht mehr drüber reden, oder? Oder habt ihr den nee. Als Also Top das ist sowas, wie gesagt, wie du was du dir nur kurz angerissen hast, House of the Dead, Lightgun-Shooter, man rennt, wird nur durch Gänge geschleust und schießt auf Zombies. Wie man auf die Idee kommen kann, daraus überhaupt einen Film machen zu wollen. Ich meine, gut, effektiv, klar, wenn du irgendeinen sinnlosen Horrorsplatter inszenierst, wo du nur Zombies abschlachtest, passt auch der Titel House of the Dead, aber dafür Geld jetzt noch hinzulegen, um die Lizenz haben zu... Naja, egal. Es hat auch wirklich nicht viel mit den Spielen zu tun. Also, es ist ja... Ich muss aufpassen, mich nicht so sehr aufzuregen. Also, es ist ein Lightgun-Shooter, du spielst dann da im Zombie-Gemetzel, alles cool, die Spiele sind super. Und dann denkst du, der Film, alles klar, jetzt geht's los. Was ist da so eine Teenie-Gruppe auf so irgendeiner verlassenen Insel? Hä? Da war ich schon genervt. Und naja, egal. Dann hat mich auch sehr überrascht, ein ganz, ganz alter Videospiel-Klassiker, It Came From The Desert, hat tatsächlich 2017 einen Realfilm bekommen, den ich nicht gesehen habe und von dessen Existenz ich bis heute Vormittag noch nicht mal wusste. Es haben auch tatsächlich nicht eine einzige bekannte Person dran gearbeitet oder auch nur mitgespielt. Ich habe auch nur den Titel mal gehört, aber mir sagt das nichts. Boah, das ist ein absoluter Klassiker von 89. Ja, das habe sogar ich gezockt damals auf Amiga. Ja, genau, ey, das ist mega. Spiel war geil damals. Ja, was ist denn das? Sehr, sehr geil. Muss ich mir das jetzt hier durchlesen oder erklärt mir das? Das sind so Mutanten, die aus der Wüste kommen. Das spielt halt in der Wüste und da sind so. So 50er-Jahre-Style ist das so, wie man früher 50er-Jahre auch. So riesige Ameisen und sowas. Aha. Und genau. Das war halt für damalige Verhältnisse ziemlich brutal. Die PC-Version ist da ein bisschen anders. Da gab es auch, kann ich empfehlen für die Hörer da draußen, für die Rocket Beans Fans, guckt euch mal das Spiele mit Bart an zu It Came From The Desert. Die PC-Version hatte nämlich noch schöne, trashige 90er-Jahre FMV-Sequenzen da drin. Das Spiel dadurch nicht mehr so cool, aber ja, das Original ist wirklich ein Klassiker. Also, heutzutage natürlich nicht mehr so zu empfehlen, aber damals war das halt schon relativ brutal und einfach cool umgesetzt. Ja, Film haben wir alle dadurch nicht gesehen. Ja, als nächstes haben wir wahrscheinlich alle drei auch nicht gesehen. Zwei Zeichentrickserie zu dem Videospiel. Kanon ist wieder ein japanisches Adventure. Das sagt mir tatsächlich auch gar nichts und habe ich auch nie gespielt. Dito. Jo. Ne, sagt mir auch nichts.
Bei dem nächsten Franchise, was ja auch ziemlich groß ist, wusste ich auch nicht, dass es da einen Animationsfilm von gibt. Habe ich dementsprechend nicht gesehen. Aber ich habe die Spiele auch nicht gespielt, zu meiner Schande, muss ich es gestehen. Ja, ich auch nicht, leider. Wer kann denn dazu was sagen? Kevin. Ich habe nichts. Ich würde den jetzt, wo ich weiß, dass das gibt, bin ich interessiert, das mal zu gucken. Wobei ich von Mass Effect, worum es ja geht, eigentlich nur den ersten da, oh, das ist lange her, für meine Verhältnisse ziemlich weit gespielt habe. Ich weiß nicht, wie weit, und ich kann auch nicht mehr sagen, wo ich war, aber sehr ausgiebig. Und ich habe mal auch mal in Dings reingespielt, Mass Effect 4, sag ich jetzt mal. Das hat ja auch schon wieder so einen Beinamen, keine Ahnung, wie das hieß. Andromeda? Nee, doch. Warst du genommen? Ja. Ja, da habe ich auch reingespielt. Aber ich bin mal interessiert, jetzt mal in Mass Effect Paragon Lost reinzugucken, weil, wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass da irgendwas... Aber glaubt ihr, dass es ein Remaster oder ein Remake kommt? Weil es ist ja so ein Gerücht, was ziemlich heiß ist gerade noch. Meint ihr, das kommt noch? Oder ein Remake oder Remaster, jetzt jedenfalls eine Neuauflage? Ich weiß nicht. Ihr... Bitte? Florian? Keine Ahnung, habe ich gesagt. Also ich würde es mir wünschen, weil dann würde ich noch mal eingehen, glaube ich. Die sind doch auch abwärtskompatibel, guter Freund. Ja, aber erst habe ich mal reingezockt, der sieht schon richtig scheiße aus. Außerdem kann er das. Außerdem kann er, ich glaube, der dritte war das, den er einfach nicht vollständig spielen könnte, weil das wahre Ende ein DLC war. Ich glaube, das war beim dritten Teil. Ah, ja, das ist richtig, okay. Aber den kann man doch dazu kaufen. Oder? Echt? Das geht noch, obwohl das dann für die Xbox 360 war? Ey, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das könnte man herausfinden. Fände ich jedenfalls, also als ich das mal gehört habe, das ist echt unfassbar. Ja, das ist richtig. Naja, das war ja nicht so geplant. Ne? Das Ende war schon so, wie es sein sollte, und dann haben sich so viele beschwert und dann haben sie doch noch dieses alternative Ende, was sie wahrscheinlich aber schon im Petto hatten, doch nochmal rausgehauen. So. Okay. Ja. Jo. Gut, so viel zum Mass Effect. Kommen wir zur Verfilmung zum besten Spiel des Jahres. Nein, der basiert auf dem ersten Teil. Ach so, Entschuldigung. Ersten, ja. Ich muss es einfach nur unterbringen irgendwann hier. Ne? Die Rede ist natürlich von Max Payne. War der beste Film des Jahres. Ja. Max Payne. Ich glaube, das ist ein Film, den ich besser finde als der Leumund. Ja. Ich fand ihn okay, aber wirklich nicht mehr. Also wirklich nur okay. Ich mag den. Okay. Ja, mögen ist jetzt ja auch nur so, ne? Also es ist für mich, es gibt so eine Abstufung. Es gibt diese Assassin's Creed Filme, kann man gucken, muss man nicht, kann man einmal gucken. Max Payne würde ich mir auch noch ein zweites oder drittes Mal angucken. Jetzt würde ich mir auch noch mal gerne angucken, weil es schon so lange her ist, wo ich den gesehen habe. Mark Wahlberg mag ich so. Mark. Der ist sympathisch, finde ich zumindest. Ludacris hat mitgespielt, den man heutzutage leider nicht mehr sehr für seine Musik kennt, sondern mehr aus dem Fast and the Furious-Universum. Nelly Furtado hat mitgespielt. Ja. Oh Junge. Naja, ja, aber... Chris O'Donnell, komm, kennt man auch. Max Payne einfach, mag ich. Sowohl also, die Filme als auch die Spiele. Um da mal für die Menschen, die gar keine Ahnung haben, kurzen Abriss. Ich weiß gar nicht, ehemaliger, nee, er ist noch Polizist, ne? Polizist verliert seine Frau... Und ist danach quasi jahrelang verbittert auf der Jagd der Mörder. Das ist auch sowohl im Spiel als auch im Film, glaube ich, ist schon eine gewisse Zeit vergangen. Da sitzt er quasi schon verbittert im Dings. Es sind ein paar Jahre, werden, glaube ich, nicht gezeigt. Weiß nicht genau, wie viele. Jedenfalls zieht er dann irgendwann los und schießt gefühlt alles über den Haufen, was sich ihm im Weg stellt, während er auf eigene Faust ermittelt, was mit seiner Frau passiert ist. Im Spiel sind einfach nur, ist das eine Gang nach der anderen, wo er immer wieder einen Hinweis kriegt, wo er jetzt hin kann und weiter und fort. Und im Film, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass sie diese komische Droge damit ins Spiel gebracht haben und auch dieses, dass man quasi die Wahnvorstellungen, die eigentlich im Kopf der Drogensüchtigen abgehen, quasi auf dem Bildschirm sehen konnte. Das war mitunter ein bisschen
Das war was, was mich so dran gestört hat. Ansonsten finde ich, fängt der Film das erste Spiel durchaus gut ein. Ja. Was sie Ja. natürlich, haben sie eigentlich Bullet Time im Film eingebaut? Nee, ne? Das haben sie sich, glaube ich, gekniffen. Weil Ich das ist ja weiß so es nicht das. mehr. Aber die hatten es drin gehabt. Ja? Also ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich meine auch, sie haben es drin gehabt. Ich habe den Naja. tatsächlich nicht nochmal nachgeholt. Weil das ist ja so das Markenzeichen der Max Payne-Reihe, dass man halt auf Knopfdruck in eine Zeitlupe quasi verfällt und einfacher auf Gegner schießen kann. So, das ist so ein bisschen. Aber da kann ich nur mal jetzt eine Lanze für brechen. Lässt sich, ich weiß gar nicht, ob ich das problemlos so laufen gekriegt habe oder nicht, aber Max Payne 1 und 2, das macht immer noch Spaß, wenn man über die etwas inzwischen kantige Grafik hinwegblicken kann. Ja. Ansonsten PlayStation 2 Emulator kann man ja auch nehmen. Wenn man sich kauft, wenn man sich das dafür emuliert, das könnte vielleicht sogar schicker aussehen als die PC-Version, bin ich mir nicht sicher. Ist stark geschnitten. Das kann gut sein, so sowas achte ich nicht so. Wenn ich nicht weiß, was mir fehlt, vermisse ich es nicht. Ja, okay. Gut. Wollt ihr zu Max Payne noch was sagen? Nö. Alles klar. So, an dieser Stelle stellen wir fest, dass es ein sehr ausgiebiges Thema ist und auch an der Liste, die wir hier vor uns haben, sind wir gerade mal beim Buchstaben M, wollen wir noch bis zum Buchstaben Z vorstoßen, sofern wir da Beispiele für finden und haben auch noch Filme, die wir nicht auf dieser Liste entdecken. Deswegen haben wir beschlossen, wir werden diesen Podcast zweiteilen. Ihr müsst aber keinen ganzen Monat auf die zweite Ausgabe warten, sondern hört ja jetzt den Teil 1 und den zweiten Part bekommt ihr von uns am 15. September. Also schön euren heißt das. Postboten. Genau, schön euren Postboten Bescheid sagen, dass ihr am 15. wieder eure Ausgabe im Briefkasten haben wollt. Ich möchte nur mal zu meiner Verteidigung sagen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Trotz des Dementsprechend, Themas. dementsprechend an dieser Stelle mal ohne Abschlussgeplänkel, das bekommt ihr dann in der zweiten Ausgabe. Bedanken wir uns bis zu diesem Zeitpunkt schon mal für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude damit und freut euch auf die zweite Ausgabe. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.